Einen wunderschönen guten Abend, liebe Webinar-Teilnehmer, zu unserem Abendevent heute am 17. März. Fast vielleicht schon historisch heute. Wir werden sehen, was in Kürze passiert, denn die US-Notenbank wird hier Rede und Antwort stehen müssen zu den Entwicklungen der Vergangenheit. Wir hatten ja zuletzt das Webinar im Januar. Hier im Februar ja dann eine Pause seitens der Fed und heute das zweite Webinar in 2021 mit meinem lieben Andreas, der auch natürlich hier ein wichtiger Man on the Act ist, denn die Webinar-Action allein ist natürlich fein, aber zu zweit ist es vielmehr ein Fest. Und insofern, liebe Leute, begrüßen wir euch gemeinsam zum heutigen Live-Event zur US-Notenbank-Fed-Sitzung in den USA. Lieber Andreas ist auch schon im Äther, wie ich sehe. Der Raum füllt sich. Wir sind bald dreistellig und insofern geht es weiter nach oben. Wir haben auch, oder ich habe vielmehr gesehen, direkt in der Anmeldung, so circa 10, 15 Minuten vor Beginn, haben sich noch viele Teilnehmer angemeldet. Interessanterweise. Insofern, welcome to today's Event und wir werden mal sehen, was da noch so abgeht. So, wir kurz mal den Andreas suchen hier in der Pipeline, damit wir auch gleich mal in die Interaktion treten können. Na, Andreas, 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 da haben wir ihn. Zum Glück bist du nicht mittendrin, buchstabentechnisch. So, Andreas, Mikrofon on. Alles klar bei dir im Norden, sei gegrüßt. Alles bestens. Guten Abend. Sehr schön, sehr schön. Läuft. Dann wollen wir gar keine Zeit verlieren. Ich denke, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andreas, aber heute könnte es durchaus etwas imposanter als in der Vergangenheit werden, obgleich der Tatsache geschuldet, was eben die Notenbank zur Entwicklung der Zinsen der US-Anleiherenditen vielmehr sagt und welche Schritte sie da innehaben. Ich habe dich und Markus jetzt dieser Tage nicht im Trading-Room verfolgen können. Deswegen bin ich da mal gespannt, was du uns sozusagen mitgebracht hast. Hast du da eine Einschätzung auch aus deiner Seite, Sicht? Ja, wir kleben an den Rekordhochs und ich kann gerne meinen Monitor dann mal übernehmen. Also, außer du möchtest noch was zeigen, ob vielleicht durchs Bild nochmal der Forex-Bulle reitet oder rennt oder sonstige. Da gibt es ja so einiges bei JFD. Also wir sind ja nicht nur auf den DAX am Vormittag festgenagelt im Live-Trading-Room, sondern wir diskutieren dort sehr, sehr oft auch den Goldpreis. Wir diskutieren die verschiedensten Major-Währungen und auch mehr und mehr Aktien. Denn gerade die Aktien sind ja das, was den Index am Ende, und da greift das Thema ineinander, stimuliert und voranbringt, wie man in den letzten Tagen gesehen hat, kann auch so eine eher als langweilig geltende Aktie wie eine Volkswagen hier den Index mal wieder richtig aufmischen. Und vielleicht haben wir zwischen der Veröffentlichung der Zinssatzentscheidung, wo ich nichts erwarte, jetzt 20 Uhr, Das sondern stimmt. erst zur Pressekonferenz, vielleicht können wir da zwischendurch auch mal auf ein, zwei Highlights schauen und das Ganze auch aus der Community spiegeln, was an Fragen auftaucht. Und da sind wir in der Community auch so ein Stück weit gewachsen, denn das Event wird es heute auch auf Twitch zu sehen geben. Also von da kommen auch immer mal Fragen rein. Hier von Chef, die sowieso fragen, was bei WhatsApp reinkommt, bei mir auch. Und Sehr neulich gut. hat auch meine Mutter mal angerufen, hat eine Frage gestellt. Die habe ich auch gleich mit eingebunden. Ja, die war nämlich ganz erstaunt, nachdem sie ein Jahr lang nicht hingeschaut hatte, was bei Infineon passiert ist, wo der Kurs steht. Solche Überraschungen kommen hier zu dieser Zeit tatsächlich häufiger ans Tageslicht. Also es gibt ja neben Infineon auch eine Nokia, die immer wieder mal jetzt überrascht oder in den Schlagzeilen stand. Also faktisch, wie gesagt, ein ganz reichhaltiges Paket. Auf jeden Fall gebe ich dir den Schirm gleich rüber, lieber Andreas. Und heute noch Sommerzeit, du hast schon 20 Uhr gerade gesagt. In der Tat, wir haben jetzt den Event zur Sommerzeit. Es ist schon 19 Uhr, wo wir letztlich den Zinsentscheid in Anführungszeichen bekommen, weil ich glaube, das wird jetzt nicht Thema und Gegenstand sein, sondern vielmehr dann eben 19:30 geht es dann richtig spannend zur Sache, weil dann eben Mr. Powell hier wirklich mal ja ein wenig die Rhetorik lassen oder spielen lassen wird, vielmehr, um da auch ein Stück weit Klarheit zu schaffen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, welchen Anschlag er da trifft und wie die Märkte darauf reagieren. Ich kann mir durchaus hohe Volatilitäten vorstellen, aber was Volkswagen derzeit getrieben hat, auch unglaubliche Performance die letzten 2, 3 Tage im Rahmen der Earnings von gestern. Schauen wir uns aber gern an, lieber Andreas, und auch Grüße. Du, wie ich weiß, bist ja auch auf Twitch da aktiv an diesen Kreis der Runde, obgleich wir natürlich hier bei uns im Webinar-Konsortium hier am Ende des Tages natürlich hier den Fokus inne wissen. Und das
Haus hier mehr und mehr sich füllt. Insofern freut es mich auf jeden Fall, dass wir hier immer mehr Zuspruch finden. Und Andreas auch dafür sorgt, dass wir auf den Kanälen der oder den einen oder anderen gar nichts sagen, ja, auch vertreten sind. Ja, da sei eben auch Instagram zu nennen, beziehungsweise das dürfte wohl jeder kennen, aber Twitch ist mehr noch etwas, was viele Gamer kennen, aber auch hier im Bereich der Trading-Branche immer interessanter wird. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie gesagt, Andreas, du, der Forex-Bull reiten, sehr geil. In der Tat tun wir das häufiger. Devisen sind natürlich ein Riesenthema, deswegen auch heute, wenn Andreas über den Goldpreis, über Devisen, Euro-Dollar oder eben auch den Dow Jones spricht oder auch handelt, liebe Leute, ihr wisst, das ist alles keine Handelsaufforderung. Ihr seid eigenverantwortlich, jeder trägt das Risiko und ihr müsst euch der Tatsache bewusst sein, dass wir hier an einem Margenmarkt arbeiten mit gehebelten Produkten. Und so schön es ist, wenn es in die richtige Richtung geht, kann es eben auch gehebelt in die andere Richtung gehen. Insofern Risk und Money Management das A und O. Der Forex-Bull, weil du ihn ansprachst, übrigens heute hier noch vor der Fed-Sitzung voll ins Ziel gelaufen mit einem Trade, der heute Morgen schon orakelt wurde. Denn hier wurde auch schon in der Früh dargestellt, dass es heute eine positive Entwicklung geben kann, Schrägstrich geben dürfte, rein statistisch. Und schwuppdiwupp, hier wurde direkt auch mit dem Handelsroboter direkt 1,5R versilbert, weil klar ginge noch mehr, aber vor der Fed weiß man immer nie genau, was wird denn am Ende des Tages passieren. Jetzt sind es nur noch 3 Minuten. Lieber Andreas, anschnallen. Ich schieb dir den Bildschirm so gleich rüber. Willst du auch die Fragen sehen? Dann gebe ich dir nämlich gleich die Orgrechte dann mit. Ja, gib mir alles mit, was du hast und wirf alles von dir, was dich hemmt. Im wahrsten Sinne, du wirst es erleben. So, jetzt haben wir das praktisch gechanged. Wir So, jetzt. sehen Live-Trading, Fed-Sitzung, deine Slides, Andreas. Alles super, soweit ich das von meiner Stelle beurteilen kann. Michael oder Michael vielmehr sagte auch gerade so: Hallo, dann sollte die Entscheidung nicht positiv für Gold sein, da der Verlauf nicht nach unten laufen möchte. Ja, Gold ist an einem ganz entscheidenden Level. Gold ist hochgradig interessant. Ich bin ja großer Fan vom Goldpreis, Intraday-Handel, aber auch physisch seit vielen Jahren. Wir werden sehen, Michael. Der Goldpreis hat sicherlich Potenzial, gegen den Trend mal sich zu erholen, aber der übergeordnete Abwärtstrend seit Sommer ist leider noch intakt. Andreas, aber the stage is yours, nur noch 2 Minuten. Ja, das Event, wie gesagt, im Vorfeld den Disclaimer, den habe ich auch nochmal hier vorbereitet, ein bisschen mit größerer Schrift. Ich bin ja auch ein Jährchen älter, glaube ich, als der Chris. Deswegen, ich brauche die Schrift ein bisschen größer. Und um erstmal einzunorden, wo wir uns befinden, vielleicht diese Folie, wir haben ja immer noch ein bisschen Countdown, bis die Zinsentscheidung hier vollzogen wird. Das internationale Zinsniveau liegt am Boden, also man kann es nicht anders sagen. Und das schon seit mehreren Jahren. Ganz so schlimm wie in der Schweiz ist es nicht mit Negativzinsen, nominal Negativzinsen, muss man hier sagen, seit 2015. Japan seit 2016, nichts passiert. USA seit 2000 20 in dem Bereich 15.3. Also hier schauen wir, was 2021 passiert. Eine Zinswende erwartet niemand und es erwartet auch niemand, dass es hier heute eine Zinsänderung gibt. Also weder noch tiefere Zinsen noch ein Zinsanstieg. Aber wichtig wird sein, wie hier Jerome Powell die aktuelle Lage einschätzt und wie er auch die Arbeitsmarktdaten beurteilt, wie das Ganze sich in der Konjunktur niederschlägt, diese Riesenrettungspakete, die man hier schon gesehen hat. Und dazu werde ich gleich noch kommen, was es hier für Billionen gibt und wo die hinfließen könnten. Ich schaue mir die Zinsentscheidung sonst oder was heißt sonst, bevor ich das bei JFD übernommen habe mit dem Live-Trading, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, habe ich mir die immer bei Bloomberg angeschaut, also die Live-Pressekonferenz danach. Aber es wird nicht möglich sein, das simultan hier zu übersetzen. Deswegen sind wir auf verschiedenste Ticker gespannt. Und wenn du etwas eher weißt als ich, Chris, dann wirf es gerne rein. Und wenn ich etwas eher weiß als du, dann werde ich es natürlich hier live mitgeben. Vielleicht die Indexstände noch vorweg. Gold ist etwas leichter, Silber etwas stärker, Kupfer unverändert und der DAX ist per Indikation jetzt auf einem neuen Rekordhoch, also 14.617. Dow Jones ist nichts passiert, also um die 32.900, ganz nah am Rekordhoch. Und der Euro-US-Dollar, den wollen wir uns auch anschauen bei 1,1920, ganz aktuell. Und wir warten, wir zählen den Countdown runter. Jetzt müsste auch gleich über die Ticker kommen, was hier passiert ist. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass etwas passiert und würde dann auch gleich in den Live-Chart hineingehen, das Ganze analysieren. Und wir haben dann bis zur Pressekonferenz noch 30 Minuten Zeit, um hier
entsprechend die Charts aufzubereiten und erste Trades schon mal vorzubereiten. Die US-Notenbank belässt den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 0 bis 0,25%. Also diese Wette, ja, wenn es überhaupt eine Wette ist, ob was passiert, denn ich kenne niemanden, der dagegen gewettet hat. Insofern ist es keine Wette, sondern eine Aussage. Es ist nichts passiert. Genau das war erwartet. Der Markt geht weiter nach oben. Der Dow Jones ist jetzt hier nahe einem Rekordhoch, nahe der 33.000. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Sportmoderator. Deswegen werde ich gleich den Chart hier hinzunehmen, denn ohne Chart tappen wir so ein bisschen im Dunkeln, jetzt bei 32.990 per Indikation. Das ist also knapp vor der Rundenmarke und der DAX 14.650. Ja, ich habe dafür den MetaTrader 5 vorbereitet. Es gibt verschiedenste MetaTrader-Versionen. Wir arbeiten mit dem MetaTrader 5, der übrigens vorrangig auf dem Windows-System läuft und als erstes, das ist auch das Hauptaugenmerk für die DAX-Trader, hole ich den DAX hier rein, der hier Kapriolen schlägt, der hier schon bei 14.688 war. Das ist auch der 5-Minuten-Chart. Wir sind damit eng am Geschehen. Der Xetra-Chart hat ja schon geschlossen und als nächstes würde ich mir hier auch den Dow Jones mit hinzunehmen und die Nasdaq, denn das sind natürlich die Indizes, die am Abend am meisten von den verschiedensten Bewegungen profitieren und die Volatilität aufzeigen. Und das ist quasi der zweite Chart hier im System, der Nasdaq-Chart und das Ganze auch ein bisschen in den engeren Zeitrahmen, im 5-Minuten-Chart. Das zeigt sich ähnliches Bild wie beim DAX. Also wir haben erst einmal nach oben erwartungsgemäß eine kleine Entladung gesehen. Und wie komme ich auf erwartungsgemäß? Weil natürlich hier im Vorfeld der Markt an den Hochs klebte, an den Rekordhochs. Hier kommt der Dow Jones hinzu und den DAX nehmen wir erstmal wieder ein Stück weit zurück, denn den wollte ich nur einmal vor dem Hintergrund zeigen, weil viele DAX-Trader hier einfach mit dabei sind und jetzt richte ich mir meinen Desk genauso ein, wie ich ihn auch dann handelstechnisch umsetze. Auf der linken Seite die Nasdaq, auf der rechten Seite den Dow Jones. Den Dow Jones nehme ich auch in den 5-Minuten-Chart hinein und dann sieht man von der Schwankung her, wie fulminant dieser Ausbruch hier war. Also dieses neue Rekordhoch über der 33.000 ist erstmal eine Ansage, die es so noch nicht gegeben hat. To the Moon kann man fast sagen, weil das ist ein Rekordhoch, das ist ein Allzeithoch. Also man hat hier im Chart überhaupt keine Möglichkeit für eine kurzfristige Orientierung, weil es dort keine Linien gibt. Es gibt natürlich immer die Projektionen, wie zum Beispiel aus dem Trend heraus, dass man da nochmal eine Spanne abbildet auf der Oberseite. Aber das sind alles sehr, sehr vage Instrumente. Ich halte es eher damit, dass ich mir im Chart Punkte suche, an denen der Markt schon einmal sich abgestoßen, abgewetzt hat und wo ich dann meine entsprechenden Trades platziere. Das heißt, in so eine Kerze, und das ist auch eine der ersten Fragen, die ich hier auf Twitch gesehen habe, ob ich in eine so Kerze gleich hinein shorte. Das ist nicht mein Trading-Stil, also da halte ich erstmal die Finger quasi trocken oder das Pulver trocken und die Finger still, so ist, glaube ich, richtig ausgedrückt und würde dann den zweiten Move oder die zweite Bewegung hier handeln. Die zweite Bewegung könnte durchaus stattfinden, wenn der Markt noch einmal auf diese Levels, die er hier vollzogen hat, zurückkommt. Also das heißt, nach einer kurzen Konsolidierung zum Ausbruchsniveau zurück, wenn der Markt dann nochmal anzieht und hier sagt, er möchte dieses Niveau nochmal sehen. Und das wäre auch meine erste Trading-Idee, dass ich hier quasi am Ausbruchsniveau in den Markt long einsteige und darauf spekuliere, dass wir hier nochmal zumindest die runde Marke sehen. Das ist auch der erste Trade, den ich hier vollziehe. Ich positioniere den Stopp unterhalb der Kerze, ich justiere das danach fein. Ich habe nicht 20 Punkte genommen, nein, jetzt habe ich hier 35 Punkte Stopp gewählt, weil man eben bei dieser Volatilität auch nicht gleich rausfallen möchte und den Take Profit, den kann man hier entsprechend auch einstellen, beziehungsweise die Order manuell triggern. Und damit man das besser sieht, schalte ich auch immer sehr gerne dann in den 1-Minuten-Chart um. Den Nasdaq mache ich etwas kleiner, den brauchen wir nicht ganz so groß, weil wir momentan den Dow Jones handeln.
Und unter der letzten Bewegungskerze würde ich den Stop dann noch weiter nachziehen, also das Risiko immer weiter aus der Position rausnehmen. Und wenn wir auf die runde Marke kommen, und da sind wir jetzt fast, dann ziehe ich den Stop in den Gewinn rein, dass hier nichts mehr anbrennen kann. Also da geht es ja holter die Polter relativ flott zur Sache, unter die letzte Kerze den Stop nachgezogen. Und so schnell kann es gehen, ist man dann 20, 25 Punkte quasi im Profit mit der Position und schaut zu und managt die Position, oder Chris, wie machst du das sonst? Ist er noch da? Ich Wahrscheinlich ist muss er bei. bei deiner Geschwindigkeit muss ich mich erstmal festhalten und lösen von dem Action. Das ist ja wie in einem Abenteuerfilm. Also ich sage mal, wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gleich ein Stück weit was versilbert. Also der Markt ist hochgradig schnell. Ich bin, sage ich mal, von den ganz reinen aggressiven Intraday-Aktivitäten im Rahmen des Minutencharts schon länger raus. Also ich bin mehr nur auf den größeren Timeframes unterwegs. Mag den M15, den H1, H4 auf Intraday-Basis, aber M1 ist wirklich schon eine heiße Nummer. Also bei mir grundsätzlich so ein Stück weit die Procedure, wie man sagen darf. Ich warte erst mal eine Viertelstunde davor und eine Viertelstunde nach solchen Events. Also für meine Viertelstunde danach ab und eine Viertelstunde davor versuche ich flat zu sein, es sei denn auch Gewinnsicherung mitzunehmen, wenn man Intraday aktiv war, denn die Ausschläge, die wir gerade sehen, sind wirklich so eine Art Marktfindung, weil natürlich erstmal nichts passiert ist, wie wir auch erwartet hatten, aber grundsätzlich warte ich erstmal ab, was ab 19:30 passiert. Ich würde jetzt, das hast du wirklich mutig gemacht, die Kerze hat auch dazu eingeladen, will ich sagen, aber ich warte da tatsächlich ein Stück weit länger ab und halte noch das Pulver trocken. Liebäugel aber auch mit Euro-Dollar und Gold ist an interessanten Punkten. Jetzt muss man einfach mal sehen, was die dann machen. Aber ich finde es auch spannend, dass du heute so einen Farbwechsel hast. So, ich sag mal, schwarz-türkis zu weiß, rot und grün. Also, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, hier die Chart-Darstellung in dieser zweierlei Konstellation zu präsentieren? Ja, das hat einen historischen Hintergrund und da ist der Markus Klebe nicht ganz unschuldig dran, weil wir hatten nämlich so ein bisschen die Wette laufen, ob der DAX sich dem Nasdaq annähert oder der Nasdaq sich dem DAX. Und da waren ja nur noch 300 Punkte Unterschied zwischen den beiden Indizes. Und damit ich die nicht im Trading verwechsle, ja, auch das gibt's. Also da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Da gab es auch letztes Jahr einige Fälle an der Börse, wo zum Beispiel die Fat Finger. Zoom-Kommunikation Video Communication so durch die Decke ging. Und da gab es noch eine andere Zoom, die auch durch die Decke ging. Ja, genauso wie der Berliner Zoo. Da ging ja auch mal durch die Decke die Aktie, obwohl eine ganz andere, obwohl Zoo Plus eigentlich gute Quartalszahlen gemeldet hat. Also eine Verwechslung gibt es immer an der Börse und wir sind alle nur Menschen. Und damit mir das nicht passiert im schnellen Handel, habe ich dem Nasdaq einfach eine andere Farbe gegeben, um den nicht mit Sehr dem gut. DAX zu verwechseln. Ja, aber jetzt ist er ja vom Niveau her, ist der Nasdaq ja stark zurückgekommen. In den letzten Wochen auch, das können wir gleich mal zeigen. Und der DAX hatte weiter zugelegt. So ähnlich wie sie mit Tesla annähern, vielleicht dann auch wieder der DAX dem Nasdaq an oder der Nasdaq dem DAX, je nachdem, was hier besser performt. Und da möchte man auf der sicheren Seite sein. Aber ich kann das jederzeit mit ein, zwei Klicks umstellen. Wer mehr über den MetaTrader 5 erfahren möchte, der sollte sich auf alle Fälle von Markus Klebe die Tutorials anschauen, die er ja auch hier in regelmäßigen Abständen, ich glaube, letzte Woche war Samstag wieder der Fall, wo Korrekt. er die Plattform erklärt. Und ja, wer samstags bei schlechtem Wetter nichts zu tun hat, den Rasen muss man noch nicht mähen, er ist noch gar nicht gewachsen dieses Jahr, da kann man sich durchaus mal in den MetaTrader richtig reindenken und dann sowas auch rausfinden. Aber Andreas, zu Zeiten wie diesen, in der Tat sollte man es nutzen, aber das Mobile Zeitalter lässt es ja zu, dass du auch mit deinem Tablet dann im Frühling im netten Sonnenstühlchen da flanierst und am Samstag in der Tat dem Markus oder auch mir lauschen kannst. Wir planen tatsächlich in den zukünftigen Monaten auch hier am Wochenende ja, für unsere Teilnehmerschaft da zu sein und sowohl eben da in Sachen Plattformschulung, MetaTrader 5 eintauchen und Tools und Features eben hier durchaus auch am Samstag den ein oder anderen Event zu schießen. Das ist durchaus was, was wir für euch machen. Und auch heute das Feedback ja grandios, dass wir das sozusagen nochmal aufsetzen zum Fed-Event, weil die Wolla ist endlich da. Ich bin mal gespannt, Andreas, was du hier noch sozusagen rausschneidest beim Dow Jones. Und das mit dem Farbspiel ist auch eine schöne Ergänzung, zeigt eben auch, wie viele Möglichkeiten gegeben sind. Weil man muss leider feststellen, vielleicht auch heute viele Neulinge oder Einsteiger da, die sich der Tatsache gar nicht bewusst sind, wie man den Chart eigentlich grafisch ja anpassen kann. Also hier ist wirklich jeder Vorliebe Freiheit geboten, ob Frau, Mann oder Tender, wie man zurzeit sagt, oder Mischling, wie auch immer. Am Ende des Tages hast du die Möglichkeit, die Kerzen auch rosa darzustellen oder wie auch immer.
dein eigenes Farbpattern aussieht. In jedem Fall kann man das sehr, sehr schön individualisieren und da geben wir auch einige Infos immer bei den Plattform-Webinaren. Ansonsten jetzt, wir sehen wirklich Druck im Markt und das eben im Rahmen gerade mal der Entscheidung, wo ja letztlich nichts passiert ist. Das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ich bin echt gespannt, was dann 1930, 1940 passiert. Da sind wir dann genau in dem Zeitfenster, wo vielleicht sogar die Weichen für die nächsten Tage und Wochen gestellt werden, obgleich wir natürlich in der größten Bullenrallye seit der Aufzeichnung sind. Man muss sagen, wir hatten letztes Jahr den krassesten DAX-Einbruch, das krasseste DAX-Reversal. Ohnehin jetzt die US-Indizes in einer Jahrzehnte-Rallye mittlerweile. Man darf fragen, wie lang die Party noch geht. Aber jetzt sind wir im kurzfristigen Zeitfenster und ich sehe gerade beim Nasdaq, das sieht technisch eigentlich sehr interessant aus, wo wir gerade ranlaufen. Genau, also beim Nasdaq sind wir jetzt an so einer Konsolidierungszone aus den letzten Tagen. Wenn wir da durchstechen, da könnte noch mal richtig Bewegung reinkommen, weil natürlich man muss sich in die anderen Marktteilnehmer hineinversetzen. Und da ist es ja oft so, die hatten hier in diesem oberen Bereich gedacht, okay, to the moon, das kam dann nicht. Und dann gab es diese Abgaben, ziemlich herbe. Von diesen Abgaben hat er sich ein Stück weit erholen können, aber den Abwärtstrend nicht gebrochen. Dann gab es die Konsolidierungszone und je nachdem, wie man das hier einzeichnet, wenn man es so meinetwegen einzeichnen mag, dann ist der Ausbruch ja mit der Kerze hier vollzogen im 15-Minuten-Chart und dann könnte es zu weiteren Eindeckungen kommen. Sprich, diejenigen Marktteilnehmer, die irgendwo in diesem Bereich auf fallende Kurse spekuliert haben, denen ihre Gewinne schwinden ja dahin. Also dieses Lutz hat es vor ganz gut ausgedrückt hier im Chart. Es könnte oben antäuschen, unten rausbrechen. Ja, das könnte sein. Es ist immer konjunktiv, je nachdem, was Herr Powell dann sagt. Vielleicht sagt er auch, er sieht die Inflation nicht bei 2%, sondern bei 4% und es juckt ihn überhaupt nicht. Ja, dann könnte der Markt erstmal verschnupft darauf reagieren, denn die Fed hat natürlich gewisse Limits hier im Auge an Wirtschaftsdaten, bevor sie noch aktiver wird oder weniger aktiv wird. Und da ist die Inflation ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da muss man aufpassen, was die Fed dazu sagt. Und dann müssen Trader ihre Position drehen, müssen aussteigen, müssen vielleicht auch einsteigen. Also diejenigen, die sich aus dem Markt verabschiedet haben, um billiger wieder einzusteigen, die haben genau solche Barrieren oder solche Trendlinien im Auge und gehen dann relativ hektisch in den Markt wieder rein. Ja, und das sind dann Punkte, an denen Bewegung entsteht. Und diese Bewegung möchten wir im Trading nutzen. Um nichts anderes geht es, um Bewegungen nutzen, um quasi Wahrscheinlichkeiten auf die eigene Seite zu bringen. Und abseits vom Nasdaq jetzt wieder mal zurück zum Dow Jones, dieser Spike, dieses Hoch, das ist jetzt der einzigste Widerstand, den es vor neuen Allzeithochs gibt. Also das ist das Allzeithoch, je nachdem, wie man es ausdrückt. Und da gibt es immer die Möglichkeit, darauf zu spekulieren, dass wir hier durchschießen oder dass wir vielleicht vorab noch einmal korrigieren. Also wer jetzt auf eine Short Order gespannt ist und hier reingehen möchte in den Markt mit einer Short Order, der sollte seinen Stop hier über dieser Linie setzen. Das wäre jetzt mein aktueller Gedanke an den Markt. Aber du hast schon gesagt, eine Viertelstunde sollte man durchaus warten. Die haben wir gleich. Deswegen würde ich diese Viertelstunde auch voll machen, abwarten und kurz auf die anderen Märkte schauen. Denn hier kommt aus der Community natürlich der Einwurf, dass es hier an verschiedensten Underlyings-Bewegungen gab, also nicht nur im Dow Jones und im Nasdaq. Und da hole ich gleich mal den Goldpreis mit rein. Da kommt eine neue Farbe ins Spiel, mein lieber Chris. Also heute kunterbunt ist die Welt. Also keine Sorge, sind keine Regenbogenfarben, die ich heute auf die Tapete ziehe. Leider, leider noch nicht. Aber Gold leider noch nicht. Warten wir mal ab mit den Regenbogenfarben. Also Gold ja wirklich wahnsinnig spannend. Ich will nur kurz einwerfen, vielleicht so am Rande, was die Net, sage ich schon, die Fed so ein Stück weit durch hat laufen lassen. Es ist im Prinzip tatsächlich so, dass sie von einem deutlich schnelleren Wachstum als noch im Dezember ausgeht. Die Dezember-Prognose hat ein Wirtschaftswachstum von 4,2% anvisiert. Jetzt gehen sie von 6,5 in diesem Jahr aus und die Inflation soll in diesem Jahr bei 2,4 von im Dezember 1,8 ausgehend liegen und im nächsten Jahr 2022 im Bereich von 2%. Also das heißt, ganz ehrlich, ich denke, die Zahlen werden dynamischer, nicht nur an der Zapfsäule oder im Verbraucherpreismarkt, sondern eben hier auch an den Märkten. Und das sieht man auch sehr deutlich, weil der Goldpreis zieht nicht nur deswegen an, weil er jetzt auch Widerstände antesten will, sondern auf der Tatsache hingeschuldet, dass die Fed die lockere Halterung bezüglich der Geldpolitik, der Anleiheaufkäufe, der, ja, man darf schon sagen, quantitativen Maßnahmen auf absehbare Zeit beibehalten will. Und das ist natürlich Futter für den Goldpreis, beziehungsweise vielmehr dynamischer Stoff. Und dass der Goldpreis hochschießt, die Aktienmärkte hochschießen, das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr verrückte Konstellation. Aber es geht weiter. Was
Willst du zum Goldpreis noch sagen, lieber Andreas, der rennt hier gerade weiter nach oben. Da bist du aber intraday weniger engagiert, oder? Da bin ich intraday, ich will nicht sagen weniger engagiert, aber mit einem größeren Fokus und zwar nicht auf dem 5-Minuten-Chart, sondern dann schon auf den Stunden-Chart. Und auch das hatten wir im Live-Trading-Room besprochen, wo ich da meine entsprechenden Schwellen sehe. Und das war aus dem 4-Stunden-Chart abgeleitet. Hier gut zu sehen. Wir hatten einen Fox. Aufwärtstrend, wir hatten quasi ein Dreieck und das war auch der Bereich nach dem Ausbruch nach unten, wo er wieder zurückkehren kann. Und da sind wir auch rangelaufen. Ich ziehe das jetzt mal ein Stück weiter. Also die Tatsache, dass das nicht bis zu den aktuellen Kerzen gezogen ist, zeigt nur, dass wir das letzte Mal auf den Goldpreis zusammen geschaut haben am Dienstag im Live-Trading-Home. Heute ist ja schon Mittwoch. Und wenn wir hier drüber laufen, dann wären für mich dann als nächste Ziele dann durchaus die 1770 hier relevant. Das hatte ich den Wochen zuvor mir hier rausgesucht. Da waren wir ja in einer relativ engen Spanne. Also man sieht an den Linien, dass Gold für mich schon eine Relevanz hat, aber eben nicht im 5-Minuten-Chart, sondern da schaue ich eher mal bis mittelfristig hin. Wir sprachen übrigens auch immer wieder über Korrelationen und die ist gerade nicht zu erkennen. Und das liegt daran, dass Richtig. das Wirtschaftswachstum halt super ist und die Zinsen sind halt niedrig und Geld sucht immer irgendeinen Weg und zwar den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wenn du mit einer Latzhose durch den Rewe läufst, da werfen dir die Leute vielleicht auch mal 2, 3 Euro Stücken rein, weil die Taschen einfach groß sind. Und wie meine Oma immer sagte, der Teufel scheißt immer auf den großen Haufen. Also entschuldige bitte das Vokabular, aber es ist ja wirklich so. Und das erklärt auch letzten Endes, warum manche Aktien so gefragt und sind und gehypt und durchdrehen. Also ich möchte jetzt nicht mit einer GameStop gleich um die Ecke kommen, aber was einmal rennt, das rennt. The trend is your friend, um es mal ein bisschen besser auszudrücken in Börsenjargon. Und deswegen muss man schauen, wie dynamisch, wie viel Momentum in einem Wert ist und dadurch, dass beides hier oben ist, korrelationstechnisch ist es schwer, hier Ableitungen zu treffen, wenn man von einem Asset auf das andere schaut. Ich mache den mal gleich wieder kurz zu. Ich docke den mal an. Und die Idee, auf der Oberseite hier vielleicht short zu gehen mit einem Stopp darüber, wäre nicht schlecht gewesen. Habe ich mich jetzt im Eifer des Gefechts und in unserem Austausch nicht zu hinreißen lassen. Das kann passieren. Das ist ja auch wirklich eine große Herausforderung neben dem, sage ich mal, Charting, dem Trading hier immer noch ein Stück weit auch zu kommentieren. Also das muss man in der Tat erstmal gebacken kriegen, auf gut Deutsch. Das hast du nach wie vor wie die Muttermilch aufgesogen, wahrscheinlich, lieber Andreas. Insofern bist du da am Start. Ich finde jetzt die Bewegung gerade aber sehr interessant. A, Dow Jones nicht das Hoch gecancelt. B, der Nasdaq auf der linken ein Stück weit da jetzt. Man darf sagen, in dieser, ich nenne es mal Price Action Zone, doch irgendwo ins Stockern gekommen. Und jetzt warten Sie wahrscheinlich ab, was dann 19:30 passiert. Also ob jetzt die nächsten 12 Minuten hier noch große Eskalation erfolgt, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Insofern sicherlich Zeit, das ein oder andere Asset durchzunehmen, was du hier auf deiner Twitch-Community da sozusagen erwogen hast. Wir können auch hier nochmal aufrufen, liebe Webinar-Teilnehmer. Wir sind jetzt schon wirklich hoch dreistellig unterwegs. Super, dass ihr so zahlreich dabei seid. Wir haben auch sicherlich wieder eine sehr hohe Teilnehmerquote im Verhältnis der registrierten Anmeldungen. Insofern, wer dann einen Wunsch hat, bitte gerne mal durchschießen. Wir haben natürlich heute, ja, Andreas, ich hoffe, ich nehme nicht zu viel weg, aber etwa bis 23 Uhr, 23:30 Uhr vorgesehen, das Webinar durchzuziehen. Open End, würde ich sagen. Und da du es angesprochen hast und vielleicht kurz Gelegenheit ist, also witzigerweise, wer mir folgen möchte auf den Kanal oder uns, muss ich ja in dem Fall sagen, ich mache das mal ein bisschen größer. Der ist eingeladen auf twitch.tv, heißt die Seite und ist eigentlich ein Gamer-Channel, aber für manche ist Börse Spiel, Money Game, was es für Instruktionen gibt. Ich habe jetzt hier mal Pause gedrückt, damit der Ton nicht doppelt kommt. Und dort heiße ich in der Tat Bernegger 1977. Das ist auch für dich im Süden eher die bayerische Variante. Hirsch, Maas, Bernegger 1977. Also einfach das A davor machen vor meinem Pseudonym und dann ist man hier auf den richtigen Channel und da streame ich so ein bisschen mein Live-Trading-Tag als Trader, kann man mir da über die Schulter schauen und kann natürlich auch hier entsprechend seine Werte hier mit in Form bringen, die ich dann mit kommentiere. Ich habe es jetzt, wie gesagt, pausiert, aber es sind durchaus auch aus dem Gaming-Bereich immer mehr Menschen, die sich für die Börse interessieren, weil eben das Gamen auf Dauer, und ich komme wieder auf den Chart zurück, Gamen ist auf Dauer ja nicht das, was uns erfolgreich macht und was die Miete zahlt. Ja, also es macht mal Spaß zu gamen, nichts gegen das Gaming an sich, aber damit verdienen ja die allerwenigsten auch Geld. Und vielleicht
feucht ist, aber das, was man im Gaming lernt oder auch in anderen Tätigkeiten unseres Lebens, vielleicht auch aus dem Sport, ist etwas, was man auf die Börse übertragen kann. Also gerade diese Disziplin im Gaming, wartet man vielleicht auf eine bestimmte Chance, hinter einer Mauer vorzuhüpfen, bevor Donkey Kong, kenne ich zum Beispiel noch, bevor hier der Affe mit dem Schlagstock rauskommt, ja, mit dem Hammer, ja, da muss man immer warten und dann über so ein Fässchen drüber springen und dann kann man die Prinzessin befreien und alles wird gut. Und so ähnlich ist es vielleicht auch im Trading, in Deckung bleiben, das Kapital schützen und dann, wenn es sich lohnt, wenn es sich ergibt, im Chart die Chance wahren, aber dann auch sofort zuzuschnappen und aktiv zu werden. Da gibt es jedenfalls ganz viele Parallelen, auch das Risikomanagement, wenn es mal 2, 3 Ausstopper in Folge gibt, dass man da nicht verzweifelt, dass man da nicht ungedeckt aus der Deckung nach vorne prescht, wie bei vielleicht Call of Duty oder was es für moderne Spiele hier gibt. Ich bin ja eher der Minecraft-Typ. Da spricht aber der Gamer hier, meine Güte, ja, da machst du heute aber raus. Ja, aber eines aus der Gaming-Richtung vielleicht noch, was viele Gamer interessiert und uns natürlich auch, ist ja Bitcoin. Und den möchte ich auch hier nochmal kurz ins rechte Licht rücken. Interessanterweise hatten wir am Wochenende neues Rekordhoch, also um die 61.000 US-Dollar waren am Wochenende hier verzeichnet und davon ist zum Wochenstart gar nicht mehr viel geblieben. Ja? Also wir sind zurückgelaufen auf dieses Ausbruchslevel, das ehemalige Rekordhoch aus Mitte Februar. Und das Interessante daran ist, dass der Bitcoin, wenn er dann am Wochenende mal einen Ausbruch versucht und auch schafft, weil das Volumen ist einfach geringer am Wochenende als in der Woche, weil ja, die normalen Trader in den Büros dann auch mal ihr Wochenende abfeiern und irgendwo vor der Küste New Yorks in den Hemden sich die Füße im Sand bohren und die Zehennägel dreckig machen und andere Dinge tun, als auf den Chart zu schauen. Und deswegen kann es da auch mit kleineren Orten zu Ausbrüchen kommen. Genau das ist der Grund, warum dann am Wochenende der Bitcoin-Kapriolen schlägt, die aber Montag in der Regel, also Regel im Sinne von meine Beobachtung, es ist ja alles nur meine Meinung, die ich hier wiedergebe und meine Beobachtung, dann oft revidiert, ja, und dann kommen wir eben wieder zurück auf diese spannenden Levels und dann kommt das nächste Signal oftmals um die Ecke, indem ich hier mit entsprechenden Trendlinien arbeite und da sind Durchbrüche oftmals dynamisch und von mehreren 100 US-Dollar inbegriffen von der Bewegung her, also der Bitcoin für mich auch interessant und genau an dieses Level läuft er jetzt aktuell wieder ran und das wurde auch im Chat hier gerade, ich glaube, der Olaf war es, skizziert, dass der Bitcoin interessant ist und etwas weiter aufgezoomt, stellt sich auch heraus, warum. Der hat nämlich ebenfalls von diesem Wachstumsschub, den die Fed hier prognostiziert, Wind bekommen. Also alle Assetklassen profitieren aktuell und wir laufen genau an diese Zone ran. Und das könnte für mich dann auch mittelfristig wieder ein interessantes Signal sein. Also mittelfristig im Sinne von, für mich ist mittelfristig der 30-Minuten-Chart. Ja, dass man hier über die nächsten Stunden, vielleicht über die Nacht, wenn wir ranlaufen an diese Zone, eine Konsolidierung davon wieder wegsehen können. Also das behalte ich im Auge, den Bitcoin, dass wir den auch angesprochen haben. Den habe ich auf einen anderen Schirm im Blick, damit es hier nicht so dunkel ist letzten Endes. Und ja, der Goldpreis hat keine neuen Hochs fabriziert, ist an die Unterstützungszone auch noch nicht ganz angelaufen, die ich jetzt skizziert habe bei 1739. Also da würde ich aktiv werden und im Dauer warten wir jetzt darauf, was der Jerome Powell denn genau sagt. Und das sind eben diese feinen Worte, die er verwendet, wo er die Märkte durcheinander wirbelt, die er teilweise, als er Notenbankchef geworden ist, auch ein bisschen unüberlegt über die Mikrofone hinaus posaunt hat, wo dann der Präsident, der eigentlich gar nicht eingreifen sollte in Notenbankpolitik oder in die Statements der Notenbank, sich zu Wort meldete. Gut, es war noch ein anderer Präsident letztes Jahr, es war der Donald Trump, der hatte ja zu jedem Thema zumindest was zu sagen und eine eigene Meinung, nicht unbedingt Ahnung, aber ich darf es jetzt sagen, im Nachgang, er ist ja nicht mehr der Präsident und ich werde hoffentlich nicht nach Guantanamo kommen, von da aus die Streams zu begleiten, dürfte schwierig werden, insofern aus dem versteckten Potsdam äußere ich einmal, dass ihm das nichts angegangen ist. Per Saldo darf sich ein Präsident nicht einmischen, er hat es trotzdem getan und hat dadurch den lieben Herrn Paul so ein bisschen nervös gemacht und andere Notenbank-Chefs weltweit, ja, die waren ja davon auch unbeeindruckt, haben das hingenommen, haben sich es angehört, haben aber nicht darauf reagiert und haben so ein Stück weit auch ihren Ausblick geändert, während die Notenbankpräsidentinnen und Präsidenten, wir haben ja in Europa eine Präsidentin, Christine Lagarde, Christine sagt man, glaube ich, französisch,
Die hat ja mehr über Klimawandel gesprochen als über Inflation letzte Woche bei der EZB-Sitzung. Das hat mich schon sehr überrascht. Ja, das kennt man. Manchmal weichen sie da ab, zumal auch das ja, rhetorische Wirken unserer Notenbanker, also so europäischer Notenbanker, schrägstrich den amerikanischen Notenbankern, sicherlich jetzt hier einiges da auferlegt wird, weil ich bin echt gespannt, wie Paul das jetzt schafft, da so ein Stück weit Klarheit reinzubringen in die Möglichkeiten, die sich ihm bieten, beziehungsweise hinter den Türen der Fed wird natürlich große Geldpolitik, ja, gemacht. Und hier wird natürlich ganz klar auch darüber spekuliert, wann kommen denn die nächsten Zinsanhebungen? Das ist ja ein Thema. Kommen sie denn nicht? Und man darf so sagen, dass man hier so ein Stück weit orakelt, wenn überhaupt, dann dass das hier vielleicht die Möglichkeit besteht im Jahr 2022, also im nächsten Jahr oder 2024. Es war ja bislang so, dass es bis 2024 keine Zinsanhebung geben sollte. Und jetzt aufgepasst, wenn Paul irgendwas in die Richtung bringt, dass das früher kommt, vielleicht doch 22 oder 23, dann dürfte es mal einen richtigen eskalativen Hakenschlag nach unten geben. Es ist wirklich spannend und die Rhetorik ist das. Vielleicht reden Sie auch über andere Sachen. Und da gab es bei Donald Trump zu frühen Präsidentschaftszeiten genug Angriffsflächen. Aber Geldpolitik und sozusagen ja, Wirtschaftspolitik, Schrägstrich vielmehr dann eigentlich die Politik des Landes, das sind eben auch Sachen, die eigentlich getrennt sein sollten. Aber der Trump hat sich da ja eh weit über den Balkon hinausgehangen. Und was man davon hat, das sieht er jetzt recht deutlich. Aber wollen wir mal sehen, wie jetzt die Märkte reagieren in Kürze. Und ich sage mal, die Situation der Charts zeigt ja eigentlich, dass es eine gewisse Beruhigung gibt. Wie interpretierst du das jetzt auf den aktuellen Zeitebenen? Ja, ich würde sagen, es kommt zu einer Beruhigung. Also bis zu der Pressekonferenz 19:30 denke ich, werden jetzt keine weiteren Kapriolen hier geschlagen werden. Man wartet auf die Worte. Und du sagtest es schon, Notenbank und Politik, die sind oftmals auch eng verknüpft. Also es ist kein offenes Geheimnis, dass im Notenbankbereich ganz viele aus der Goldman Sachs-Riegel stammen und dann auch wieder später von Notenbanken in die Politik zurückwechseln. Also dieses ganze Verflochtene. Und man hat natürlich seine Buddies, man hat seine Beziehungen für aus dem Studium vielleicht noch früher, wo man mal telefoniert. Und da kann mir niemand erzählen, dass nicht der Herr Paul auch mal die Frau Lagarde anruft oder vielleicht kannte er auch den Mario Draghi persönlich. Also da ist ja einiges, wo man Eckpunkte hat über die vielen Jahre, wo sie ihre Kompetenz und ihre Netzwerke aufgebaut haben, die auch heute noch zum Tragen kommen. Einzig der Fakt, zum Beispiel Mario Draghi als EZB-Präsident jetzt hier in Italien, einer der federführenden Persönlichkeiten, der dann natürlich auch mit verantwortlich ist, nicht nur dafür, was für Hilfsgelder dann wieder von der EZB, wo er früher den Vorsitz hatte, nach Italien zurückfließen, was für Anleihen gekauft werden. Aus dem EZB-Topf, ja, werden ja Länderanleihen gekauft mit dem PEPP-Programm, das weiterhin stark geöffnet ist in Sachen Liquidität. Und er hat sicherlich auch Einfluss darauf, ob jetzt das Medikament von AstraZeneca exportiert werden darf und angewendet darf oder nicht. Also das zieht ganz, ganz breite Bahnen. Aber wir wollen jetzt nicht zu politisch diskutieren oder zu tief da eintauchen in die Materie, sondern noch eine Frage hier aus dem Twitch-Kanal gleich mit beantworten. Was macht denn der DAX? Und der DAX, da muss ich kurz ausholen und ich habe noch die paar Minuten, paar, also klein geschrieben, 2 Minuten sind es noch. Da möchte ich erstmal den DAX zeigen. Zum Xetra-Ende, ja, und zum Xetra-Ende, das ist jetzt der Stundenchart, haben wir hier geschlossen bei 14.598 und das Hoch gestern war im DAX bei 14.601 und das Tageshoch war heute auch genau bei 14.601 und vor einer Woche war das Hoch bei 14.597. Also ganz, ganz eng aneinander liegen diese Hochs und das sieht man vor allem, wenn man noch mal ein bisschen in die Zeitebenen reingeht, in den 15-Minuten-Chart, wie hoch oder wie eng das beieinander liegt. Also das hat eine richtige Impulswirkung. Ich sage mal, das hat richtig Drive, wenn hier diese Widerstände aus dem Markt rausgenommen werden, die eng beieinander liegen. Also da sind ganz viele Marktteilnehmer sicherlich hier mit Argusaugen darauf gespannt, was da passiert. Das im Hinterkopf. 17:30 Uhr war ja Xetra Schluss und den DAX, den ich vorhin zeigte, das ist nämlich der Endloskontrakt vom DAX. Der wird bei JFD rund um die Uhr gehandelt, weil auch der Future fast rund um die Uhr gehandelt wird. Also kommt die halbe Stunde, schenken wir uns, wo geschlossen ist. Ich sag mal rund um die Uhr. Und der hatte ja vorhin diese Kurskapriole bis 14.690 nach oben vollzogen. Also
einen Ausbruch von 80, 90 Punkten gezeigt. Davon ist er wieder zurückgekommen und das nutze ich sehr gerne als Orientierung im vorbörslichen Handel. Also wo hat der Xetra-Markt geschlossen, wo ist die aktuelle Kursindikation und die Differenz daraus aus diesen beiden Ständen ist das sogenannte Gap. Und so ein Gap, so eine Kurslücke, die wird sehr, sehr oft geschlossen und das möchte ich auch hier mit noch einmal anmerken. Da hatten wir zum Beispiel hier das Gap von letzte Woche Donnerstag auf Freitag, eine kleine Insel auf der Unterseite, so schien es erst abgeschlossen von diesen Allzeithochs und danach kam dieser Spike am Montag, wo wir direkt das Gap geschlossen hatten bei 14.572 Punkten, also wirklich Punkte oder auf zwei Punkte, genau zwei Punkte drüber und danach ist der Markt abgeprallt. Das sind Marken, die liebe ich und da handle ich auch und das wollte ich hier noch mit ins Bild rein zum DAX. Ansonsten zur Notenbank-Sitzung handle ich den DAX nicht, das mag den einen oder anderen enttäuschen, aber da handle ich die originären Märkte und die Notenbank-Sitzung findet nun mal in den USA statt. Dort ist das große Volumen, also wieso soll ich um die Ecke denken, warum sollte ich hier durchs geöffnete Fenster auf Nachbars Mittagstisch oder Abendbrottisch schauen und mir die Pizza angucken, wenn ich direkt aus dem eigenen Kühlschrank mir Spaghetti nehmen kann. Ja, dann gibt es halt was anderes, aber ich werde auch satt. Also so kann man das vielleicht kurz erklären mit einer Alltagsstory. Jetzt ist es auch schon 16.31 Uhr, Entschuldigung, 19.31 Uhr. Ich hoffe, dass nicht der ein oder andere bei gute Zeiten, schlechte Zeiten abgedriftet ist, sondern hier mit uns zusammen die FED-Sitzung schaut und jetzt müssten auch über den Ticker die ersten Zahlen kommen, die ich dann auch im Ticker lese. Ich selber habe noch nichts Großartiges gelesen, also nur die Indexstände und die FED gibt leichte Änderungen beim Dot-Plot bekannt, also da sollte eine Zinsanhebung für 2022 antizipiert werden. Das hatten vier Mitglieder gesagt und drei Banker rechnen mit einem durchschnittlichen Zins von 0,375%, eine Person sogar mit einem Zins von 0,625%, wie gesagt, im Jahr 2022 erst. Also dieses Jahr sollte nichts passieren. Jetzt kommen die ganzen Statements über die Ticker und die Pressekonferenz mit Jerome Powell startet in Kürze. Wir können das Ganze live mitverfolgen. Ich weiß nicht, ob ich es tun sollte, weil am Ende geht das zulasten der Internetverbindung. Chris, was sagst du? Keineswegs, lieber Andreas. Also uns geben die Charts genug Informationen, würde ich sagen. Price Action ist eigentlich das, woran wir uns als Intraday-Händler orientieren. Und wer macht denn nun die Kurse, die Nachrichten, die Kurse oder die Kurse, die Nachrichten? Also ich glaube, wir wissen, wie das gebaut ist. Insofern gibt uns der Chart schon reichhaltige Informationen. Die Interpretation dessen, warum das ein oder andere passiert ist, kann man dann sicherlich ableiten. Aber ich würde sagen, wir warten mal die Live-Action ab. Und insofern, Paul, genau, das können wir so ein bisschen nachwerten, auswerten, wenn da mal was reinkommt. Der Michael hier, der da geschrieben hat, das Webinar gerade schon verlassen, er will viel mehr Charts sehen. Warum er im Vorfeld Charts sehen will, ist mir nicht ganz klar, weil der Markt orientiert sich ja gerade. Und ich glaube, du hast die interessantesten Märkte auch schon gezeigt, den Tech, also den Nasdaq 100 oder auch den US 30, den Dow Jones Schrägstrich Gold. Und jetzt ist langsam die Phase, wo du sicherlich schon den, in Anführungszeichen, den Bleistift spitzt, um hier und da vielleicht einen Entry zu finden, oder? Genau, eins hatten wir noch vergessen an wichtigen Underlyings, die man zur FED-Sitzung sich anschauen sollte. Und das ist der Euro-US-Dollar. Den wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Und falls sich jemand mit der Trump-Äußerung hier auf den Schlips, auf die Krawatte, aufs Gemüt getreten bin, dann entschuldige ich mich dafür. Also es war auf alle Fälle nicht despektierlich gemeint, sondern ich wollte einfach nur in ganz vereinfachter Form darstellen, dass die Politik bei der Politik bleiben sollte und hier nicht in die Wirtschaftsprozesse und vor allem in die Institutionen, die als unabhängig gelten, das ist nun mal eine Notenbank, eingreifen so sollten. Das wollte so ich damit ausdrücken, also und, die Meldung. Und deine Antwort jetzt in Ehren, muss ich sagen, aber wie gesagt, die Trump-Politik, die kann man lieben oder mögen, aber auf der anderen Seite gibt es da sicherlich eine gespalte Meinung. Wir sind hier auch wenig politisch unterwegs, nur was Mr. Blondschopf da abgeliefert hat, war halt teilweise wirklich sehr fragwürdig unter vielerlei Hinsicht. Und ich meine, er wie der Elefant im Porzellanladen da, das ist einfach etwas verrückt. Also zurück zu den Charts. Du hast hier Euro-US-Dollar exakt im Foto, wie ein Foto sieht's aus. Ich hatte nämlich Euro-US-Dollar auch heute Morgen gecovert im Devisenradar und auch diese Kerze habe ich so ein Stück weit antizipiert nach dem Motto, wenn wir einen Spike genau in diese Richtung sehen, kann das Short interessant sein. Kurzfristig denke ich, der Dollar
darf ruhig nach oben spucken. Sehen wir momentan nicht. Dollar schwächer, US-Dollar schwarzer Franken nach unten gedreht, Euro-US-Dollar nach oben. Also es ist genau so, dass man sagt, jetzt kommen interessante Zonen auch beim US-Dollar schwarzer Franken. Du hast das vorhin mit Korrelation angesprochen. Das ist sozusagen der Counterpart vom Euro-US-Dollar. Steigt das eine, fällt das andere. Also hier eine negative Korrelation. Und es lohnt, liebe Teilnehmer, müssen wir jetzt nicht aufrufen. Andreas, bleib ruhig beim Euro-US-Dollar. Aber ich will nur durch den Ether schicken. Schaut euch mal den Swissy, den US-Dollar schwarzer Franken an. Der sieht auch sehr interessant aus, denn der schwarzer Franken ist zuletzt massiv unter die Räder gekommen. Im Kontext der Aufwertung des Dollars gab es hier eine schöne Aufwärtsentwicklung beim US-Dollar schwarzer Franken. Und der könnte jetzt auch wieder in ein interessantes Level zurückgefallen sein, was beim Euro-US-Dollar jetzt auch ein interessantes Widerstandslevel aufzeigt. Gegebenenfalls, wenn er da durchbricht, gibt es noch eine richtige Partyentfaltung nach oben. Umgekehrt beim US-Dollar schwarzer Franken nach unten. Also ich hoffe, es war jetzt nicht alles zu schnell, aber die Märkte drehen hier wild ihr Rad und erreichen so oder so sehr interessante Zonen. Genau, und an denen gilt es dann, das Hauptaugenmerk zu behalten und reinzuschauen, was sich hier ergeben könnte. Das ist jetzt wieder der große Chart, aber den brauche ich quasi, um erstmal mir ein Bild zu machen, in welcher Konstellation der Markt hier quasi vorgebildet ist vor diesem Event. Also kein Markt plätschert ja und auch kein Marktteilnehmer zu so einem Fed-Event einfach hin, sondern da werden im Vorfeld schon größere Positionen bereinigt oder abgestoppt und das geschieht genau an solchen Positionen. Wenn man das ein bisschen größer sich anschaut, so sieht man etwas sehr, sehr Seltenes und zwar nicht nur, dass wir jetzt hier drüber laufen mit zwei, drei Pullbacks hier vielleicht auch diesen Widerstand schon genommen haben, das wird sich gleich zeigen, sondern auch, dass wir ein kleines Gap gesehen haben, das sieht man wirklich nur bei Wirtschaftsdaten, die so eine hohe Relevanz haben wie Notenbanksitzung, also bei Verbraucherpreisen oder bei Konsumentenvertrauen oder auch bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, die jeden Donnerstag in den USA vermeldet werden, sieht man kein Intraday-Gap. Und da der Forex-Markt ja ab Montagmorgen bis Freitagabend 23 Uhr handelt, sieht man auch sonst sehr, sehr wenige Gaps. Das ist schon was Seltenes und das sind auch Bereiche, die oftmals nochmal angelaufen werden. Aber erst, wenn wir unter diese Zone zurückfallen, also für mich ein Stop-Loss quasi, also ein Sell-Limit wäre eingesetzt, wenn wir unter 1,1950 fallen, wenn wir hier wieder zurückkommen und dann wäre das Szenario Short für mich durchaus was ich mir genauer anschauen würde. Zurück zum Dow Jones und zum Nasdaq. Hier plätschern jetzt die einzelnen News aus der Pressekonferenz herein. Also da kommen die News über die Ticker daher und da ich sie nicht live schaue und simultan übersetze, bin ich darauf angewiesen, was veröffentlicht wird. Und da wurde gerade veröffentlicht, dass die wirtschaftliche Erholung noch weit von der Komplettierung entfernt ist. Und das erstaunt den einen oder anderen, der sich hier mit Wirtschaftszahlen auseinandersetzt und parallel die Börsenkurse anschaut, denn der merkt direkt, dass Wirtschaft und Börse voneinander losgelöst scheinen. Also die Börse ist schon stark vorausgelaufen, die antizipiert sozusagen, dass die Wirtschaft sich erholen wird und da werden schon Zahlen eingepreist, die noch gar nicht da sind. Ja? Und das macht ein bisschen nachdenklich, davon sollte man sich aber insbesondere im Daytrading lösen, weil ansonsten fährt man wirklich wie mit einem einen kleinen Schienenwagen in den Tunnel rein, dann kommt der ICE entgegen und man wird überrollt mit seinem kleinen Konto. Also seine Meinung zu traden ist immer höchst brisant. Und wenn man dann die wirtschaftlichen Verhältnisse vielleicht noch unterstellt und auf die Börsenkurse transformiert, dann geht das gehörig schief. Auch das musste ich bei vielen Kollegen in den letzten Jahren immer wieder miterleben. Das Leid miterleben habe ich auch viele, viele Stunden Telefonseelsorge geleistet, hier nebenberuflich, sage ich mal, neben dem eigenen Trading und habe selber meine Sorgen und Nöte natürlich auch oftmals gehabt, wenn ich anschaue, wie im Umfeld überall die Restaurants geschlossen sind, die Friseure, die Nagelstudios, sonstiges, was man gerne in Anspruch nimmt, aber der DAX ein Allzeithoch nach dem anderen macht. Ja, also das versteht man einfach sehr, sehr schwer, aber davon muss man sich lösen und das will ich auch nicht weiter thematisieren, außer du möchtest noch was über Nagelstudios sagen, Chris. Nee. Nun, warst du schon lange, hast keinen Termin bekommen. Räusper, da warte ich schon lange. Ich bin da zur eigenen, sage ich mal, Do-it-yourself-Methode übergegangen. Ob das jetzt schön oder nicht schön ist, darüber darf man streiten. Aber in der Tat, das hat auch noch Folgen, die man erstmal abwägen muss. Aber der Liquidität, sage ich mal, geschuldet, die uns die Märkte weltweit reinballern, mit Verlaub gesagt, ist es ja auch so, dass es da eigentlich auch gar keine großen Sorgen gibt. Denn die lokale, und ich will auch hier keinen zu nahe treten, aber es gibt viele Restaurants, die, wenn sie denn richtig gebucht haben,
sozusagen über einen eher mangelhaften Winter rein saisonal bedingt mit schwachen Umsätzen sehr gut durchgekommen sind. Also ich kenne hier in der südlichen Region einige Wirtshäuser, die sozusagen jetzt nicht an dem Bon vorbeigebucht haben, sondern eben tatsächlich hart abgerechnet haben, die mit diesen Hilfsmaßnahmen, mit diesen Liquiditätsmitteln, die in die Wirtschaft gekommen sind, auch tatsächlich haben sozusagen ja überleben können oder auch ihren Status quo sichern können. Das gilt natürlich A nicht für jede Branche und B kann man jetzt wirklich darüber streiten, ob das alles Sinn macht. Aber letztlich ist die Realwirtschaft natürlich absolut in Mitleidenschaft gezogen. Und was ich spannend finde, auch nochmal Big Picture, in China brummt die Lage, wie man es denn gar nicht anders kennt, neben dem, dass sie auch schon Silvester ohne Masken gefeiert haben, ist natürlich etwas, wo ich irgendwie sage, da läuft die Welt schon ein Stück weit schneller wieder und man muss mal sehen, was das noch für Konsequenzen mittel-, vielmehr langfristig hat, wenn denn das Ganze so ein bisschen Klarheit und, sage ich mal, Konstruktionseffekte in der realen Welt dann hat, wenn nämlich so eine Volkswirtschaft, die ohnehin schon um die Macht ringt, dann eben auch hier rein, ja, ökonomisch einen klaren Vorteil hat, weil sie einfach schon viel früher wieder Fahrt aufgenommen hat. Also das wird sehr, sehr spannend. Und da wird es auch dann wahrscheinlich nochmal mit der Bank of China und der US-Notenbank dann auch nochmal geldpolitische Kriege geben. Allein schon deshalb, weil die natürlich ihren Renminbi auch schon digitalisiert haben und auch schon ihre Beamten teilweise mit dem digitalen, sozusagen chinesischen Währungsapparat da bestücken. Also es ist crazy. Jetzt sehen wir aber hier erstmal wieder, der Nasdaq zieht oben raus und die Märkte scheinen wieder ein Stück weit in ihren Freudenschwung überzugehen. Ja, der Nasdaq ist der Vorreiter momentan. Der war auch gestern ein Stück stärker als der Dow, wobei er letzte Woche ja auch viel schwächer war als der Dow. Also wenn man sich hier Korrelationen anschaut, so sieht man, dass es ein bisschen Eigenleben entwickelt hat. Der Technologiesektor für sich zu sehen ist und die Old Economy mit den vielen zyklischen Werten, mit vielen Werten, die auch an Rohstoffen hängen, also am Öl zum Beispiel, um jetzt eine ExxonMobil zu nennen oder auch in anderen Indizes eine BP, eine Chevron. In den USA, es gibt eine ConocoPhillips und so weiter und so fort. Also da muss man auch auf Öl. Öl will ich jetzt gar nicht mehr mit reinbringen, sonst wird es ja doch zu viel zum Beobachten. Aber man sieht ganz deutlich, dass der Nasdaq einfach mehr Momentum auf der Oberseite hat und nach dieser Konsolidierung auf der Unterseite, die gar nicht mehr zum Abwärtstrend hier zurückgeführt hat, zieht er jetzt weiter nach oben und visiert die runde Marke von 13.200 an. Den Nasdaq handle ich auch ab und an, aber ich bin jetzt eher auf den Dow fixiert und würde den Dow auch nochmal short nehmen, während ich die Kommentare mir von Jerome Powell durchlese, die über die Ticker kommen. Also das ist ein ähnliches Setup wie hier in dem oberen Bereich. Wenn wir noch ein Stück ranlaufen, vielleicht noch eine grüne Kerze formieren, würde ich nochmal die Short-Seite handeln und darauf setzen, dass dieser Widerstand, der ja hier abfallend ist, letzten Endes, also das zeichne ich gleich mal ein, eine fallende Trendlinie symbolisiert, hält, also dass die Allzeithochs hier nicht übersprungen werden. Damit schaue ich immer mit einem Blick natürlich auf andere Märkte, auf den Nasdaq. Wenn der komplett durchzieht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Dow hier auch auf ein neues hochkommt. Aber es ist halt eben eine gänzlich andere Situation, weil der Dow schon am Allzeithoch ist und der Nasdaq davon noch ein paar hundert Punkte entfernt ist. Deswegen kann man es nicht direkt vergleichen. Und da hat der Nasdaq sicherlich noch ein bisschen mehr Luft als der Dow nach oben, wenn man das Allzeithoch als Kurslatte letzten Endes anlegt. Ja, die Korrelation zwischen den Indizes ist natürlich eh immer spannend. Wer macht es nun vor? Ich meine, dass die Technologiewerte hier förmlich durch die Decke geballert sind, ist natürlich wirklich wahrscheinlich an keinem vorbeigegangen. Aber auch, dass die Tesla natürlich ordentlich zurückgesetzt hat, ne? Du hast ja Aktienwerte auch angesprochen. Die gibt es ja bei uns bei JFD. Schrägstrich Universum wird weiter ausgebaut. Mittelfristig könntest du noch viel, viel mehr Aktien bei uns handeln. Das ist zumindest die Ausrichtung, die ich schon mal durch den Router geben kann. Aber ich sag mal so, Aktien natürlich hast du auch in der Pipeline nach dem Motto hier und da könnte was Interessantes zum Thema werden. Hast du da Fragen bei dir im Chat, in Twitch oder Co? Ja, hier war auch die Frage nach der VW, ob VW die neue Tesla ist. Da gehe ich gleich drauf ein. Erstmal müssen wir uns die alte VW und die neue Tesla anschauen und vielleicht auch mal ein bisschen über die Preise bei Tesla reden, über die Preisreduktion, die es neulich gab. Also die Teslas wären ja auch ein Stück weit preiswerter und vielleicht auch über die Verkaufszahlen, wenn man da genau hinschaut. In Japan gab es zum Beispiel bei Tesla die größte Preisreduktion. Um bis zu 24% ist der Tesla billiger geworden. Ja, in Europa 2005
Euro in den USA, 3000 Dollar, also da war gar nicht so viel Preisspielraum noch nach unten. Aber wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, und da bin ich fast vom Stuhl gekippt, wo ich das gelesen habe, wie viele Modelle wurden denn verkauft letztes Jahr von dem Tesla Model 3 in Japan? 351, ja, also, und das ist überhaupt von der Wettbewerbsgröße, wenn 10.000 Elektroautos verkauft werden und die Hälfte kommt irgendwie von Nissan und Toyota und dann kommen noch 351 von Tesla, dann ist das keine Größe, wo man hier ständig drüber berichten sollte. Das ist einfach eine viel, viel zu kleine Größe und das ist aber symbolisch dafür, wie Tesla wahrgenommen wird in der Welt, also als jemand, der gigantische Massen verkauft, könnte man meinen, wenn man sich die Unternehmensbewertung anschaut, aber es ist gar nicht so. Also Tesla spielt von den Verkaufszahlen gar nicht so eine große Rolle, VW schon eher und jetzt sind wir genau hier an dem, also punktgenau hier an dem Allzeitrekordhoch gewesen und ich lauere schon die ganze Zeit mit einem Auge drauf, ob es sich hier lohnt, auf eine kleine Korrektur zu spekulieren. Das würde ich jetzt hier auch tun, in dem Fall der Abpraller und den Stop hier drüber legen, also über das Level, was wir gesehen hatten. Und zwar, naja, vielleicht nicht genau drauf, sondern 2, 3 Punkte tiefer und darauf spekulieren, dass wir nochmal ein kleines Stück nach unten rauschen. Diese aktuelle Bewegung, dieser Aufwärtstrend gilt es aus meiner Sicht zu brechen. Gold ist weiterhin auf Rallye-Kurs. Gold ist jetzt bei 1778, der Euro US-Dollar zieht auch nach der Überwindung des Widerstandes weiter an und vielleicht gibt das ein bisschen einen Dämpfer. Der Nasdaq zeigt hier mit der letzten Kerze zumindest an, dass er hier diesen Move von, das war ja in einer 5-Minuten-Kerze, das muss man sich mal vor Augen halten, waren das ja hier 60 Punkte. Ja, also das ist schon ordentlich für so einen Index und den Dow Jones habe ich hier im 1-Minuten-Chart dargestellt. Also wirklich ein enges Setup, was ich hier fahre, den Stopp über dem Allzeithoch und als Ziel habe ich hier auch 20, 30, 40 Punkte. Vielleicht kann man mit dem Stop ein bisschen arbeiten, wenn es zu einer Trendwende kommt. Aber so nach einer richtigen Trendwende, der erste Spike war komplett daneben und der Markt fällt in sich zusammen. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, es ist wirklich, also wie gesagt, wir haben ja auch schon Bewegungen größerer Natur erwartet, um nicht zu sagen, ich bin schon davon ausgegangen, dass die Märkte, und wir hatten ja einige Sendungen schon, lieber Andreas, das weißt du, die waren doch schon sehr zäh getrieben, ja, wo man dann sagt, meine Güte, um was geht's jetzt hier eigentlich? Da ist heute definitiv ein bisschen mehr geboten und ich sehe auch schon, du hast jetzt, wie gesagt, da gefeuert. Und jetzt ist mal gespannt zu beobachten, ob dieses kleine Doppeltop sich nach unten auflöst, jetzt wo die Trendlinie auch scheinbar gebrochen wird. Ja, das ist das Interessante und das ist auch mein Vorgehen an den Märkten. Also ich warte in der Regel nicht auf Signale aus dem Stundenchart und so weiter, weil man hier als Daytrader viel zu viel Zeit reinstecken müsste, um diese Signale dann auch zu erhalten. Da kriegt man im Dow Jones vielleicht am Mittwoch mal ein Signal, im Nasdaq am Freitag und im Gold nächste Woche Dienstag. Aber was mache ich den Rest? Also da würde ich viel zu viel Kekse naschen vor dem Monitor und viel zu dick werden. Nein, das muss dynamischer erfolgen. Und deswegen sind die kleineren Zeiteinheiten für mich das, wo ich mich fokussiert auf den Markt stürzen kann, um es mal so zu formulieren, und wo ich dann auch nach einer bestimmten Zeit, weil das ist natürlich auch entsprechend mit Intention verbunden oder mit Energie, die einen ausgesaugt wird. Also das ist Schwerstarbeit. Wer einen ganzen Tag getradet hat, der weiß, das ist ähnlich wie Gartenarbeit. Man ist abends einfach platt, obwohl man nur saß. Ja, aber auch diese Gehirnarbeit und das bisschen an der Maus klicken, das ist schon nicht nur mental sicherlich fordernd, sondern das tut auch den ganzen Körper und Organismus hier schwächen und da braucht man Erholungsphasen und deswegen ist gerade für mich im Daytrading sehr, sehr wichtig, dann auch nach einer bestimmten Tradingzeit abzuschalten und wieder Energie zu sammeln und dann weiß man ohne Positionen, dass man am nächsten Tag wieder unbedarft und objektiv sich an den Markt ransetzen kann. Wer hier als Swing Trader Positionen über Tage und Wochen mit sich herumträgt, der hat so ein Stück weit auch mit im Kopf. Also man trägt es ja mit sich herum, ja, also mental. Und davor habe ich höchsten Respekt, wem das gelingt. Meins ist es nicht. Deswegen entweder wirklich über Wochen hinweg Aktien handeln, größere
Trends und ganz langfristig natürlich an die Altersvorsorge denken. Nicht vergessen, der Gewinn im Daytrading muss auch irgendwo angelegt werden und das kann man mit ETFs beispielsweise sehr, sehr gut machen oder mit anderen strukturierten Produkten, mit einer Vermögensverwaltung auch da in die Richtung will ja JFD demnächst noch weiter ausbauen. Da will ich aber nicht zu viel hier verraten, sondern eher nochmal auf den Chart schauen. Also die Marke oder diese Linie ist gebrochen. Wenn die Kerze hier noch rot werden sollte, also wenn wir unter die runde Marke von 33.000 fallen, dann ziehe ich den Stop hier auch aggressiver nach. Und wenn dies nicht gelingt, ja, dann sind wir ja wieder auf einem neuen Allzeithoch alsbald und dann ist die Position ausgestoppt. Dann war es ein Versuch mit einem Setup, was denke ich in der Community auch ganz gut nachvollziehbar war. Also ich versuche hier nicht reinzuklicken aus Jux und Dallerei, sondern schon die Setups zu handeln, die ich im Markt sehe und die ich für ertragreich halte. Im Nasdaq könnte es ähnlich laufen. Das ist ja der 5-Minuten-Chart, den ich zur besseren optischen Darstellung hier gewählt habe, wenn ich das hier auch aufzoome und mir ähnlich wie beim Dow Jones anvisiere, so kann man gar nicht so richtig einen Trend, also an der aktuellen Kerze sollte man den Trend auch nicht anzeichnen, weil die Kerze ja noch gar nicht fertig ist. Dann müsste man den Trend ja ständig neu formieren. Das war schon eine starke Bewegung hier nach oben und jetzt kommt ja auch eine Konsolidierung rein. Also diese Kerze vergessen wir mal, diese Trendlinie vergessen wir mal gleich. Die hat überhaupt keine Relevanz, aber das letzte Hoch hat eine Relevanz. Wenn wir hier weit hierauf zurücklaufen und uns dort vielleicht wieder fangen, dann könnte die nächste Welle, der nächste Schub, also ein Aufwärtstrend, der steigende Tiefs und steigende Hochs, das kann man immer ganz gut einzeichnen, zur Folge hat. Und dann würde quasi dieser Trend weitergehen. Und dann würde ich auch im Dow Jones unterstellen, dass man hier versucht, aus der Position rauszukommen. Idealerweise im Profit, also je nachdem, wie ich das hier anzeichne. Du weißt, was gemeint ist und jeder, der hier schon länger zuschaut, weiß, dass man auch nicht immer genau an den Punkten die Trendlinie anlegen kann, aber doch schon tendenziell und hier das einfach mal visualisiert dargestellt eben ein Aufwärtstrend ist. Da machen wir uns nichts vor. Also es ist ein riskanter Trade gegen diesen Aufwärtstrend, aber er ist an einer Marke eingegangen worden, die aus meiner Sicht ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis zulässt. Und wenn wir jetzt unter diese Runde, die ja auch immer psychologische Wirkung haben, solche runden Marken, die 33.000, ja, vor wenigen Wochen waren wir noch bei 32.000, 31.000, die 30.000 kann ich mich auch erinnern, das ist gar nicht so lange her, als wir die gebrochen hatten. Also da hat der Dow Jones schon ordentlich vorgelegt. Die Performance-Kennzahlen kann ich auch gleich nochmal reinreichen. Und sobald ich den Stop ein bisschen nachjustiert habe, würde ich dann auch gerne auf die Tesla und VW eingehen. Das brennt mir auch ein bisschen unter Nägeln, das Thema anzustimmen, denn da hat jeder vielleicht auch einen persönlichen Bezug hinzu, denn VW, der Name allein schon, Volkswagen, ja, also jeder in der Familie oder fast jeder irgendwie in der Familie hatte schon mal eines dieser Produkte, der Volkswagen-Produkte, ob das jetzt ganz früher der Käfer war oder einer der Golfmodelle. Oder auch einer der anderen unter dem Konzerndach Marken, gegebenen Marken. Da gehört ja eine Seat dazu, da gehört ja ein Skoda dazu oder ein Audi dazu oder in deinem Falle, glaube ich, ein Lamborghini. Du Scherzkeks. Na, das ist mir viel zu tief, ich bin viel zu groß für solche kleinen Mobile da. Da Da gibt es auch muss ich. Cabrios. Da kannst du oben rausgucken, wie bei Fred Feuerstein, der Saurier. Der hat Genau. auch so ein Loch im Dach. So sieht das dann tatsächlich aus. Schöne Analogie an der Stelle, um Gottes Willen. Aber ja, ich meine, Tesla generell, ich meine, die Frage ist auch immer, das ist immer auch hintenrum so eine Geschichte. Man muss sich natürlich auch fragen, wo kommt denn die Energie her, ja, die der Tesla da sozusagen eingespeist bekommt, nach dem Motto grünes Fahren, okay. Ah, wo kommt denn der Strom her, der dann sozusagen reingepumpt wird in dieses E-Auto? Das ist, wie gesagt, auch eine interessante Entwicklung. Wir hatten ja auch die Wasserstoffaktien. Da wird viel gespielt. Rohstoffe wurden runtergejubelt. Jetzt Platin zum Beispiel ausgebrochen, weil natürlich Platin immer mit dem Katalysator und klassischen Verbrennungsmotor in Verbindung gebracht wurde. Aber das ist ja völliger Mumpitz. Platin wird auch weitergebraucht und Angebot Nachfrage hat hier einfach eine interessante, sage ich mal, Diskrepanz aufkommen lassen, sodass man sagt, Platin ist für mich, kleiner Tipp am Rande, sicherlich eines der Überraschungsmetalle dieses Jahr und wird es wahrscheinlich auch in diesem Jahrzehnt sein. Auch der Tatsache geschuldet, dass wenn die Zinsen steigen, die Weltwirtschaft weiter brummt und eben auch Platin als Industriemetall sowohl auch für die Verbrennungsmotoren, aber auch für die E-Motoren und andere mobile Funktionen eingesetzt wird, sicherlich ein spannendes Thema sein. Nur wollen wir nicht zu sehr auf den Rohstoffmärkten jetzt rumreiten, das ist nochmal eine Philosophie für sich, aber ich denke, da wird auch in den nächsten Jahren viel kommen.
auch weil du es vorhin angesprochen hast, die Notenbank schaut drauf, die Agrarpreise, ja, das will ich nur noch kurz ausschneiden in der Richtung, die sind so massiv angestiegen. Also wenn das nicht auf der Realinflationsseite in den nächsten Monaten durchschlägt, ja, dann würde es mich echt wundern. Und das sind die Realgüter, die wir alle nutzen, ja, die klassischen Rohstoffgüter. Ich meine jetzt nicht unbedingt Öl, ich meine eben vielmehr die klassischen Agrarrohstoffe, die sind förmlich durch die Decke geschossen. Und das wird schon was sein, wo ich sage, das kommt mit Verzögerung beim Verbraucher an. Und das schürt schon in sich genommen dieses Inflationsthema. Schielt auch auf die gesteigerten US-Anleiherenditen. Und das ist jetzt etwas, was sozusagen schon lange prophezeit und gewollt wurde. Und ich glaube, die Inflation kommt schneller, als der ein oder andere glauben mag. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie die Notenbank das dann wieder in den Griff kriegen wollen. Ja, da bin ich auch gespannt. Und die Inflation, die merkt man an verschiedensten Ecken natürlich. Also wenn man einkauft und beispielsweise Milch, Eier, Kartoffeln. Also es gibt ja so einen Warenkorb, so einen idealisierten Warenkorb. Und da sind verschiedenste Produkte. Das kann man im Internet einsehen, was da drin ist. Und da schaut zum Beispiel die das Bundesverbraucherministerium, wie sich hier dieser Warenkorb aktuell immer zusammensetzt, was da drinnen liegt. Und für den einen oder anderen sind manche Waren da gar nicht so wichtig. Ich glaube, da liegen dann auch zwei Zigaretten drin oder ein Bruchteil einer Zigarettenschachtel. Und als Nichtraucher sagt man, gut, brauche ich nicht. Und dann gibt es jemanden, der sich jedes Jahr ein neues iPhone kauft. Und so ein iPhone ist zum Beispiel in dem Standardwarenkorb gar nicht enthalten. Aber ein Fernseher und andere schauen nur im Internet Netflix. Also das ist wirklich nicht komplett repräsentativ, sondern nur ein Beispiel. Und an diesem Warenkorb wird die Inflation gemessen. Und die kann für den einen oder anderen natürlich viel, viel höher sein, weil er eben die Waren bevorzugt, die stark gestiegen sind. Ob das jetzt irgendwelche Bioprodukte sind, die ja auch in der letzten Zeit stark gestiegen sind und dafür hat er kein Heizöl, kann ja sein, dass er sie zu Hause in eine Schafwolldecke hüllt und Biogetränke und Bio-Nahrungsmittel zu sich nimmt, ja. Und dann sagt er, die Inflation kann mich mal, ich habe mit dem Heizöl nichts zu tun, weil ich keine Heizung habe. Ja, dann tut sich das für den ganz anders darstellen als für den Arbeitnehmer, der hier ein Auto unterhält, jeden Tag auf Arbeit fahren muss. Und das muss man alles mal vor diesem Hintergrund beleuchten. Also die Inflationsdaten an sich sind immer nur ein Richtwert. Und was die Inflation anrichtet, das kann man in Excel sich zusammenschreiben. Also da braucht man nur, wenn man die 2% als Zielmarke, die hier die Notenbanken haben, unterstellt, einfach mal schauen, ob das jetzt 10.000 Euro Vermögen sind oder 100.000, je nachdem, wie sie es besser rechnen lässt, fehlen dann am Jahresende nicht 2% vom Geld, sondern das Geld ist eben 2% weniger Wert. Man bekommt viel weniger Waren und genau diese 2% weniger Waren für das Geld. Und wenn man das über mehrere Jahre einfach mal aufaddiert, dann entwertet sich das Geld von selbst. Das mag gar nicht ins Auge fallen, weil eben der Betrag auch ohne Zinsen gleich bleibt, den man auf seinem Kontoauszug sieht oder auf dem Sparbuch, aber eben man viel weniger dafür bekommt. Um beim Thema VW zu bleiben, so ein Volkswagen, so ein Einsteigermodell gab es damals für 8.000 D-Mark, so ein Golf, ja. Und irgendwann lag er dann bei 15.000 Euro. Mittlerweile kann man ja mal ins VW-Autohaus und holt sich einen Golf mit ein bisschen Ausstattung, ja, da ist man bei 30.000 Euro. Und das ist die Inflation, die dann über mehrere Jahrzehnte hier zuschlägt. Und da gilt es auch nicht, das Geld zu vergraben oder auf der Bank liegen zu lassen, sondern zu investieren. Und da ist der Aktienmarkt, und jetzt kommen wir mit dem Schwenk wieder zurück zum aktuellen Markt, natürlich das, was die beste Verzinsung bringt, weil das ist eine Art Sachwertinvestition. Man ist da an den Unternehmen beteiligt. Wenn ich eine VW-Aktie habe, gehört mir ein Stück des Unternehmens mit. Und dann kaufe ich mir vielleicht auch danach den Golf für 30.000 Euro, setze mich rein und denke mir jeden Tag, oh geil, der war teuer, ja, aber ein Teil davon des Unternehmens gehört mir. Und wenn das der Nachbar sieht, wie ich hier so schön den Fuchsschwanz an der Antenne habe, na gut, Antennen gibt es nicht mehr, ist ja alles in der Scheibe drin, aber so mein Unterarm, mein Winkerarm aus dem Fenster halte und schön dann die Lady Gaga CD abspiele und dann wird der neidisch und kauft sich auch so ein Auto und dann klingelt es wieder bei mir in der Kasse über die Dividende, kommt der Gewinn im Unternehmen auch wieder bei mir an und dann ist man eher gewillt, in die Produkte zu investieren. Das ist genau das, was Warren Buffett ja jahrzehntelang gemacht hat. Er hat genau die Unternehmen gekauft, von denen er selber überzeugt ist. Er trinkt nun mal am Tag 4 Liter Coca-Cola, also ist er Coca-Cola-Aktionär und wenn er mit der Bahn reist, kauft er sich halt Bahnaktien und so weiter. Also das ist diese Philosophie vom Value Investment, die sich hier durchschlägt und die sicherlich auch in Deutschland noch ganz, ganz viele Fans gewinnen wird, weil durch die Inflation
Inflation ist man ja gezwungen, Geld anzulegen. Und das tut man einfacher in Unternehmen, wo man Bezug zu hat, also Waren des täglichen Bedarfs und so weiter und so fort. Lass uns noch mal kurz auf den DAO zu sprechen kommen, bevor ich wirklich die VW jetzt hier reinhalte und die Tesla. Also im DAO ist nichts passiert. Dieses erste impulsive Hoch, was wir gleich nach 19 Uhr nach dem Zins, nach der Veröffentlichung der Nichtentscheidung oder wie will man das ausdrücken? Es ist ja nichts passiert. Also nach der Veröffentlichung der Zinssatzentscheidung, dass nichts passiert, so wird ein Satz draus eingestellt hatten. Das wurde nicht nochmal erreicht im zweiten Anlauf. Es wurde aber auch nicht dieses kleine Gap geschlossen, was wir kurz vor 19 Uhr oder Punkt 19 Uhr hatten. Und das nächste Hoch war genau, punktgenau an dem ersten Hoch. Also man könnte hier von einem Widerstand ausgehen oder ich gehe von einem Widerstand aus und jetzt kommt es darauf an, ob der DAX, der Dow Jones, der hier im ersten Anlauf diesen steilen Trend gebrochen hat, vielleicht einen anderen Trend im Auge hat und den hat er jetzt auch schon gebrochen, aber es kommt noch kein Drive nach unten rein. Also so richtig glücklich bin ich mit der Position noch nicht. Im Neste gibt es schon ein neues Hoch mittlerweile, also ja, das bleibt schwierig abzuwarten, ob ich hier aus der Position direkt rausgehe, möchte ein Kollege wissen. Ich habe den Stopp ja mit Sicherheit oder was heißt mit Sicherheit? Ich habe ihn ja mit Absicht hier hingesetzt, weil es charttechnisch auch hier Sinn ergibt. Also das heißt, das nächste Kaufsignal wäre ja erst bei der Überschreitung der vorangegangenen Hochs. Also im Nasdaq ist das nächste Kaufsignal hier die Fortsetzung des Aufwärtstrends erreicht worden, indem wir in der letzten Minutenkerze hier drüber geschlossen hatten. Das heißt, hier könnte vom Momentum her diese obere Trendkanallinie als nächstes angelaufen werden und ein Short-Signal kommt erst in den Markt ein kleineres, wenn wir wieder unter das letzte Hoch zurückfallen und natürlich, wenn ein Aufwärtstrend gebrochen wird, dann gibt es ein größeres Short-Signal und so weiter. Es ist immer derselbe Mechanismus, den man an den Märkten anlegt und den natürlich auch andere Trader anlegen und vor allem auch Algorithmen. Also diejenigen automatisierten Handelssysteme, die sich an der Price Action, wie du das so schön ausdrückst, Chris, orientieren. Und genau deswegen tue ich es Ihnen gleich, weil diese ganze Charttechnik auch eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist. Wenn ganz viele danach vorgehen, dann passiert das auch. Dann gibt es auch genau diese Schübe an Marken, wie zum Beispiel einer runden Marke oder auch einen neuen Allzeithoch, wo dann Dynamik reinkommt. Und das haben wir letzte Woche Montag erst gesehen im DAX, als das Allzeithoch bei 14.197 gebrochen wurde. Da ging es nicht nur 5 Punkte drüber, nein, gleich 200. Ja, also ich glaube, der ganze Tag hatte vom Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs eine Bandbreite von 460 Punkten im DAX wohlgemerkt. Ja, also das war schon fulminant, was er da gezeigt hat. Und da sollte man sich nicht zu schnell gegenstellen. Also das heißt, wenn ich hier die dreifache oder vierfache Widerstandszone habe im Dow Jones und wir brechen hier durch, bin ich nicht derjenige, der da 5 Punkte drüber gleich short geht und darauf setzt, oh, könnte ein Fehlausbruch sein. Nein, dann würde ich entweder mitgehen mit dem Ausbruch, das verbietet sich aber womöglich wegen der Zeitkomponente, denn wir läuten jetzt die letzte Handelsstunde im Wall Street-Handel ein. Wir haben ja Zeitumstellung, also es geht heute nur bis 21 Uhr an der Wall Street, bei uns ein bisschen kürzer, je nachdem, wie sich jetzt die Order hier entwickelt und wie wir nochmal vorankommen mit weiteren Werten, die wir besprechen möchten. Und deswegen habe ich die Stop-Order hier belassen, was auch in dem Sinne, wie wir gerade die Kerze sehen, die aktuelle richtig war. Der Nasdaq kommt jetzt unter das letzte Verlaufshoch. Vielleicht kommt hier auch noch mal ein bisschen Drive auf der Unterseite rein. Das wäre mir doch zu wünschen. Dann würde ich auch im Nasdaq noch mal eine Position zu mir nehmen. Man kann ja die Indizes hier beidseitig handeln oder beide zur selben Zeit handeln. So wollte ich es ausdrücken. Und das macht durchaus Freude. Es macht nur keinen Sinn, dass man zum Beispiel den S&P 500 und den Dow Jones gegensätzlich handelt. Also für mich macht es keinen Sinn. Intraday beim Nasdaq ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil eben die Technologiewerte dynamischer ticken als der Dow Jones und in jüngster Zeit, wie man gesehen hat, auch mal eine andere Richtung einschlagen können als die Standardwerte. So, was haben wir denn hier Dem ist noch so. an Fragen? Jetzt geh Genau. erstmal einen Schluck, jetzt trink erstmal einen Schluck, du, mein lieber Scholli. Du hast aber auch, das ist auch richtig, du hast ja im Prinzip dein Risiko vorkalkuliert. Deswegen ist ja die Frage, wie man hier liest, im Grunde genommen rausgehen. Dann würdest du dich vielleicht ohrfeigen, weil deine grundsätzliche Idee ja eben die Abweisung an diesem Widerstandslevel war. Obgleich natürlich mit engem Stopp, wenn er da durchzieht, kann er ganz schnell nach oben weiter anziehen, eskalieren. Wir sehen es jetzt auch im Nasdaq.
Aber der Dow Jones hängt so ein bisschen durch. Und man kann jetzt davon ausgehen, wenn der jetzt nicht nach oben rausbricht, dass er irgendwo oder irgendwie eine müde Erscheinung an den Tag legt und dann eben das macht, worauf du eigentlich ursprünglich spekuliert hast, dass er eben nach unten abdreht. Ist es da eigentlich so, dass du sagst, du hast so einen Time-Stop, wo du sagst, irgendwo nach, ich sag mal, wir sind jetzt hier da im Minutenchart unterwegs, Trade-Idee war vor 10 Minuten, jetzt ist das ein Seitwärtsgeplätscher, heißt das pro Kerze, pro neue Minute? Gibst du dem Trade dann immer weniger Wahrscheinlichkeit oder ziehst du das jetzt durch und sagst, gerade der Nasdaq, wenn er jetzt die obere Trendkanallinie da touchiert, dann ist er doch schon ein Stück weit vielleicht wieder im Modus, wo er dann nach unten durchsackt. Da hältst du einfach durch, entweder Stop-Loss oder Gewinnsicherung, Take-Profit. Wie ist das da? Hast du so einen Also Time-Stop? die Haupthandelszeiten habe ich natürlich hier immer im Blick und da würde ich auch mit Schluss der Wall Street Glocke oder in der letzten Viertelstunde, sage ich mal so, nicht mehr in der Position bleiben. Also wenn wir hier seitwärts laufen und stehen 20:45 Uhr immer noch aus diesem Level, würde ich aus der Position rausgehen, würde ich versuchen, mit plus minus null hier aus der Position zu kommen. Weil in der Regel dann gerade an solchen dynamischen Tagen wie in der FED-Sitzung dann auch nochmal das Volumen in den letzten Minuten zunimmt und da kann es entweder durch das Marktrauschen zu einem Ausstopper kommen oder durch die Fortsetzung des Trends. Und der Trend ist ja aufwärts gerichtet. Also wir haben ja hier ein dickes Plus heute im Dow Jones und im Nasdaq sowieso. Und der Nasdaq versucht sich jetzt gerade hier oben zu wetzen an dieser Trendlinie, an der oberen Trendlinie und je nachdem, ob er hier durchkommt oder ob er nochmal zurückfällt, würde ich auch den Nasdaq handeln und den Dow Jones. Wie gesagt, wenn der Ausbruch nach oben kommt, warte ich hier ab, ob ich mitgehe. Ich bin mir da noch nicht so sicher, das entscheide ich vom Momentum her. Auf alle Fälle sollte ein Ausbruch kommen und wir fallen dann wieder unter dieses ehemalige Hoch zurück, dann wäre das für mich so etwas, wo ich auch nochmal das Setup erneut spiele. Ja, also das ist nicht das K.O.-Kriterium, wenn man ausgestoppt wird. Man sollte auch, wenn das Setup weiter aktuell ist oder nochmal neu vom Markt aufgerufen wird, dann auch ganz genauso objektiv reingehen wie beim ersten Mal und nicht verknarzt reagieren, um mal was Saloppes zu formulieren, weil der Markt einem die kalte Schulter gezeigt hat. Nein, das lief ja auch früher nicht in der Disco, wenn du dich erinnerst, Chris, wenn du den ersten Korb bekommen hast am Tresen im Schlager-Train, da bist du ja vielleicht auch noch mal 2 Schritte weitergegangen und hast geschaut, was Britta so macht. Ach, unterstellst du mir so eine Vielseitigkeit und einen breit gestreuten Radar, der dann immer keinen Rückschlag als Rückschlag sieht, sondern vielmehr als Herausforderung. So, so, hört, Ja, hört. nicht umsonst bist du auf das Wort Forex-Bull gekommen. Ah, du Fuchs. Aber am Ende des Tages ist es ja in der Tat so, dass man sich auch, sage ich mal, seinen Plan machen muss, ja. Plane deinen Trade, trade deinen Plan. Und du hast im Prinzip deine Rules. Und das, was du uns hier zeigst, das ist natürlich etwas, was du über die Jahre, mittlerweile ja schon Jahrzehnte, aufgebaut hast. Und das hast du verinnerlicht. Aber es musste sich, hat sich entwickelt. Und insofern hat auch jeder seinen anderen Stil. Es gibt auch die Leute, die das Gap Trading bevorzugen, ja, wo du sagst, wir haben ja den 24-Stunden-DAX, beziehungsweise eben dann den Xetra-DAX auch, wo du einfach sagst, okay, gibt auch Leute, die gerne solche Gap-Geschichten mitnehmen und handeln wollen, aber das ist eben nichts, was du willst, weil du nimmst arg ungern einen Trade mit ins Bett, auf gut Deutsch. Auf der anderen Seite, so ein Trade spielt immer mit und ich kenne das auch gut, gerade aus Swing-Trading-Gesichtspunkten, ist es in der Tat so, dass man, ja, wenn man flat ist, guckt man weniger drauf, hat man ein paar Positionen laufen, dann schaut man eben dann doch mal immer mal wieder nach, was die Position so treibt und das ist natürlich auch etwas, was natürlich gerade auch das Trading sowohl Intraday als auch Swing-Trading herausfordernd macht, weil es eben auch tatsächlich eine Kopfsache ist, die anstrengt und die auch fordert. Und das ist das, was du ja auch sagst, du musst auch manchmal Abstand gewinnen, ein bisschen den Akku aufladen. Jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt die FED-Sitzung gehabt, wir haben die Statements raus, wir haben die Zinstendenzen gesehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob es 2024 dann wirklich zu solchen Maßnahmen kommt, beginnend mit 23. Wir werden da sicherlich noch in den nächsten Events dieses Jahres, dieser Monate noch einiges erleben. Jetzt momentan aber der Markt wirklich so ein bisschen, er kraucht sich so nach oben irgendwie. Also zumindest der Nasdaq und der Dow, der kommt ja irgendwie gar nicht vom Fleck. Das hältst du jetzt aber eiskalt durch. Oder wärst du auch versucht, hier so ein Close zu machen, wenn wir das Webinar jetzt zum Ende hin dann bringen, dass du einfach sagst, okay, liebe Teilnehmer, das wird heute nichts mehr, ich gehe jetzt flat. Oder der Markt nimmt dir die Entscheidung jetzt in der nächsten Minute ab und sticht oben raus. Wer weiß das schon? Aber wie würdest du es machen, wenn der jetzt einfach so weiter plätschert? Wirst du dann 2045 vielmehr dann sagen, wirklich eine Viertelstunde vorher Close oder dann vielleicht sogar schon in 10 Minuten sagen, na, das wird wohl nichts mehr werden? Nee, ich würde 2045 dann also vor der Einleitung der letzten Session, der letzten Ah, Impulse an bleibst der du. Wall Street dann
dann die Position rausnehmen. Bis dahin bleibe ich eisern, weil das ja das Setup vorgibt. Und wenn ich mich nicht an mein Setup halte, an was dann? Ja, also an irgendwas muss man sich ja halten. Und so einen Rahmen, den braucht es in vielen Lebenssituationen und den braucht es eben auch an der Börse, um langfristig zu überleben. Und das schützt einen ja auch davor, impulsiv zu handeln, dass man eben genau so einen Rahmen hat und aber auch weiß, wenn das Setup wieder erscheint, wenn es also doch nach einem Ausstoppern nochmal zu tieferen Kursen kommt, dass man hier wieder einsteigen kann. Und das ist das Wichtige. Ich habe die Minutes oder wie man so schön sagt, die Kommentare hier von Herrn Paul auch mitverfolgt mit einem Auge. Also er meinte, oder das fand ich ein bisschen kurios, er sagte, er würde sich wünschen, dass sich Europa schneller erholt und er macht sich keine Sorgen um die USA. Also wenn ich mir die Arbeitsmarktstatistik anschaue in den USA, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um die USA. Und der Fed Paul sagt, USA führt die globale Erholung an. Da frage ich mich, ob er wirklich unter global alle Länder einbezogen hat oder nur die Bundesstaaten. Denn eindeutig angeführt hat es ja letztes Jahr schon China. Denn China hat es geschafft, im Jahr der Krise, also die Corona-Pandemie entstand ja, da sind wir uns, denke ich mal, alle einig in China. Und sie wurde auch in China als erstes beendet, zumindest wirtschaftlich. Denn wir hatten ein positives Bruttoinlandsprodukt in China letztes Jahr noch dank des starken vierten Quartals. Ich glaube, die sind über 6% nach oben geschossen im vierten Quartal und haben auf Jahressicht 2,6% plus erwirtschaftet als Land. Also sind auch im Pandemiejahr gewachsen und dieses Jahr geht es Das ja ist da auch interessant. heiter weiter. Total interessant. Und Europa ist ja mit 4,9% oder Deutschland vielmehr im Minus gewesen beim BIP und kommt jetzt im ersten Quartal gerade so in die Gänge. Also so ein ganz leichtes BIP-Wachstum von 0, irgendwas Prozent. Deswegen, und USA ist ein bisschen besser, ja, aber China zieht halt davon bei den Autodaten, bei Exportdaten und so Das weiter. ist genau Ja. das. Das ist genau das, lieber Andreas, was ich auch vorhin ansagte. Das ist irgendwo, ich meine, es ist ja nicht mehr unbekannt, ja, dass China das Zepter der Weltwirtschaftsmacht übernehmen will, Schrägstrich übernehmen wird. Das ist gar nicht mehr vermeidbar, im Grunde genommen. Natürlich die Dollarstärke, der Einfluss des Dollars weltweit als Leitwährung für Rohstoffe und generelle Geldpolitik natürlich maßgeblich sein. Und das wird uns auch, ich meine, Handelskrieg ist ja komplett erstmal untergegangen im Corona-Zeitalter, aber de facto ist das einfach was vermehrt in Zukunft noch gespielt wird, aber China jetzt einfach viele Nasenlängen voraus ist in jeglicher Hinsicht, sowohl eben was die Digitalisierung der Währung angeht, ohnehin. Es ist aber auch eine ganz andere, sage ich mal, Staatsrefugium, natürlich auch eine ganz andere Staatspolitik und dass wir da sicherlich alle wohlweislich in einer besseren Welt leben. Also ich weiß nicht, ob ich mich da sozusagen so staatstechnisch unterjochen wollte, aber es ist eben einfach was, wo du sagst, es ist gefährlich. Man muss auch sagen, wie viele Aktien, gerade weil die Aktien so durch die Decke gehen, werden denn von Ausländern gehalten? Das ist ja in Deutschland nicht anders. Ich meine, wenn man sich anschaut, wer den DAX eigentlich hält, wird einem ja Angst und Bange. Ja, das ist ja leider Gottes nicht der deutsche Anleger zum Beispiel. Ja, das sind ja ganz andere Institutionen und Länder. Und da wird einem natürlich dann wirklich Angst und Bange, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Und ja, hier sehen wir eben auch die ein oder andere Aktie, die unlängst auch wieder einen Hype erfuhr, Schrägstrich in den Medien ganz von vertreten war. Jetzt wolltest du ja auch noch die VW reinnehmen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Also wir wollen den Abend ja jetzt nicht doch bis 23 Uhr ausdehnen. Ich denke, wir sollten so langsam mal die Top-Picks noch besprechen und dann hier und dann den Trade noch auswerten. Ich denke, dann haben wir es aber wahrscheinlich heute geschafft. Oder wie siehst du das? Ja, gib mir mal noch ein paar Minuten. Es ist so interessant, auch in die Interaktion zu treten mit der Community. Und weil du eben sagtest, es hat natürlich auch Handelskrieg, da hat es bei mir gebimmelt. Einer der Handelskrieg-Verlierer war Xiaomi oder Xiaomi, wie es ja geschrieben wird. Das ist der drittgrößte Smartphone-Hersteller weltweit. Der erste ist ja hier Apple, dann Samsung und dann kommt auch schon Xiaomi ausgesprochen, hat einen riesen Flagship-Store in Düsseldorf. Also der ein oder andere kennt die Handys vor allem. Überzeugen sie durch den Preis, also von Kameras und so weiter. Ich bin jetzt kein Technikexperte. Ich habe keins von den Geräten, das kann ich schon sagen, aber man kann aus der Charttechnik heraus sagen, dass ab diesem Punkt, als die Aktie dann nochmal bei 3,30 € war und dann unter Druck geriet, politische Gründe im Vordergrund standen. Und der politische Grund war, dass die USA ja so eine Blacklist unter dem, nee, hier war das, Entschuldigung, dieser rote Balken und eine Blacklist von damals noch George Bush, Entschuldigung, Donald Trump, George Bush ist schon ein bisschen älter, herausbrachte, wo mehrere Unternehmen drauf standen, die angeblich mit dem Militär kooperieren. Und deswegen gab es zwei Auflagen. Zum einen, man
durfte diese Aktien dann nicht mehr halten. Also Investoren müssen sie veräußern bis, ich glaube, zum Jahr 2022, also Ende diesen Jahres. Und zum anderen dürfen diese Geräte dann in verschiedensten Handelssegmenten nicht mehr eingestreut, also verkauft werden. Ja, also so ein Verkaufsstopp. Und das drohte halt unter anderem der Xiaomi-Aktie. Und davon hat sie sich jetzt befreit. Also da hat ein Richter in den USA gesagt, nein, da gibt es eine einstweilige Verfügung. Das hat damals Donald Trump verfügt. Das ist aber nicht rechtmäßig. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie tatsächlich mit dem Militär gemeinsame Dinge machen und vielleicht Telefonate abhören, was auch immer. Und das hat der Aktie stark wieder nach oben geholfen. Das ist mir zum Politikum eingefallen. Und du hattest schon Volkswagen hier angestimmt oder wir hatten es mehrfach gesagt. Deswegen die Aktie darf nicht fehlen. War heute die Aktie des Tages. Also wenn man sich den Chart hier anschaut, seit Februar bei 160 Euro, jetzt auf 235. Heute Tagesgewinner im Xetra mit 9%. Gestern glaube ich 5, den Tag davor auch 5. Also was hier gelaufen ist bei Volkswagen, da denkt man, wow, was ist das für ein innovativer Konzern? Auch die Story ist relativ schnell erzählt. Und zwar hatte VW verlauten lassen, dass sie 6 große Batteriefabriken bauen in Europa bis zum Jahr 2030, wohlgemerkt. Also gar keine Eile beim Investieren ist gegeben, aber als diese 200 hier flog, also dieser Punkt, gab es auch charttechnisch keine größere Hürde mehr. Und diese 6 Batteriefabriken sollen nicht nur so viele Elektrobatterien bauen, dass die gesamte VW-Flotte dann elektrifiziert ist, also dass es kaum noch Verbrennungsmotoren gibt, sondern zum anderen Punkt auch das Ganze 50% billiger herstellen. Und damit wird so ein Elektroauto, was ja im Grunde genommen aus einer Batterie und ein paar Scheibenwischern und ein Chassis besteht und Sitzen und ein Radio, maßgeblich billiger. Und dann wird es für jeden auch erschwinglich. Momentan sind Elektroautos für viele einfach auch zu teuer. Und da möchte man eine Entwicklungsstufe vollziehen, die auch die anderen Autounternehmen aus Deutschland mittragen. Also BMW hat heute vermeldet, dass als erstes der Mini, also Rover gehört ja auch zu BMW, komplett elektrifiziert wird, wenn man das so schön ausdrücken darf. Und das bis zum Jahr 2024 dann, ich glaube, jedes dritte verkaufte Auto soll dann ein Vollelektroauto sein. Also da gab es auch so eine Guideline bis zum Jahr 2030, wie viele Millionen Modelle verkauft werden sollen und wie die Modelle dann motorisiert sind und so weiter. Das stand da alles drin. Die VW-Aktie, und das ist die Vorzugsaktie, die im DAX notiert, die hat nicht so einen starken Aufwärtstrend. Also wer denkt, dass das hier schon alles gewesen ist bei VW in der Story, nein, der sollte sich die Volkswagen-Stämme anschauen, denn die sind noch viel, viel stärker gelaufen und die Stammaktien, die sind hier abgebildet, die waren nämlich bei 360 heute, also gestern schon irgendwie 20% im Hoch, heute nochmal massiv zugelegt. Hier 27%, hier steht es. Und bei den Stämmen, das ist jetzt der 2-Stunden-Chart, da kommen Erinnerungen an 2009. Und jetzt, lieber Chris, jetzt frage ich dich, ob du dich daran noch erinnern kannst. Die VW-Aktie war, da muss ich mal richtig den Chart zusammenschieben, nämlich hier zwischenzeitlich, schau dir das an, bei 1000, ja, ich glaube 1003. Kannst du dich daran noch erinnern damals? Durchaus, durchaus. Ich kann mich auch an noch ganz andere Eskapaden erinnern, die dann auch im Jahr 99, 2000 abliefen. Aber was die VW hier sozusagen da dargeboten hat, das war schon wirklich ja, historisch. Man darf Das wieder ist sagen, phänomenal. historische Ereignisse. Genau, und da sind wir in diesem, also wir sind noch nicht bei 1000, klarer Fall, aber wir sind über so eine Schwelle, die uns immer abgegrenzt hat zu dieser Eskapade aus dem Jahr 2008, 2009, wo auch mehrere, ja, Trader, sage ich mal, Investoren in Schiefstellung geraten sind. Also da gab es richtig was auf die Mütze. Da hat sich, glaube ich, auch der von Ratiopharm, der Chef, dann, der eine Milliarde Verlust erlitten hat mit Short-Spekulationen. Damals hat auch Porsche darauf spekuliert, VW zu übernehmen. Also da gab es mehrere Stories, die ich jetzt nicht alle nochmal aufwühlen möchte. Aber in diese Richtung geht jetzt der Aktienkurs. Also die Stammaktien, die Vorzugsaktien sind im DAX, die Stammaktien sind aber wesentlich interessanter als Trading- und Spekulationsobjekt. Das wollte ich hier noch mit anbringen. Und damit nähern wir uns massiv der Bewertung von Tesla, weil nämlich die Tesla, die ist ja eher zurückgekommen in den letzten Wochen. Wobei hier auch schon die technische Gegenreaktion, ich nehme mal den Nasdaq-Kurs und auch nicht den Monatschart, sondern hier den 4-Stunden-Chart.
Da sieht man, sie war ja schon über $900 und ist zurückgekommen, hat sich fast halbiert bis 540, kam jetzt auf die 700 ungefähr zurück. Und da gibt es natürlich auch Preislevels, die tradingtechnisch interessant waren. Einmal dieser Ausbruch hier aus dem Abwärtstrend. Und wenn man hier einen neuen Abwärtstrend einzeichnen würde an den Hochs, die wir Ende letzte Woche gesehen hatten, also am Freitag, und jetzt wieder mit der kleinen Konsolidierung, dann müsste in den nächsten Tagen die Entscheidung anstehen, ob wir hier bei der Tesla, und das ist für mich eine Aktie, die ich dann auch traden würde. Jetzt habe ich mich hier einmal verklickt, das sei mir verziehen um die Uhrzeit. Dann könnt ihr die Tesla hier auch nochmal ausbrechen und dann auch wieder zu diesen Allzeithochs hinlaufen. Also hier eine sehr, sehr spannende Situation bei der Tesla. Bei der VW sowieso einsteigen würde ich bei der VW jetzt nicht mehr. Das ist mir zu heiß gelaufen, wenn so eine Aktie da 20, 30%, vor allem so eine große, so ein Blue Chip nach oben performt, dann würde ich nicht mehr einsteigen. Das erinnert mich schon ein bisschen an so einen Short Squeeze. Da gab es auch eine Story in den USA dazu bei den Stammaktien. Auch die Wall Street Bet-Leute oder das Umfeld hat da spekuliert, dass es große Shortbestände in den Stammaktien gibt und deswegen vielleicht hier ein bisschen mitgemischt. Aber das wollen wir nicht überstrapazieren, diese Idee. Wir wollen auch noch mal auf den Markt schauen. Zum Abschluss, du hast dir deinen Feierabend sicherlich verdient. Wir uns alle, ich bin ja auch immer frühs schon mit dabei, um hier eine Marktanalyse auf JFD Research abzugeben zum DAX. Das möchte ich auch morgen wieder tun. Ich kann es ja mal ganz kurz ins Bild Klar, halten. hau raus. Und zwar sind wir hier bei Webinars und Events gewesen. So sind die meisten vermutlich auf dieses Webinar gestoßen. Und bei Research gibt es natürlich unsere Experten. Und da bin ich einer der Experten seit mehreren Jahren. Ja, dich sieht man ganz oben. Das ist klar, mich eher untergeordnet, aber vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann nochmal. Da sieht man jeden Tag eine entsprechende Analyse von mir mit entsprechenden, das Gap-Szenario zum Beispiel, was hier am Dienstag komplett aufging. Dann, wie tief geht die Konsolidierung, diese 14.409 im DAX punktgenau angelaufen. Also da gibt es durchaus das ein oder andere Schmankerle, was man sich hier durchlesen kann. Und wer das Ganze in Tonform sehen möchte, der ist eingeladen von mir persönlich auf meine YouTube-Seite zu kommen, also mir dort zu folgen, vielmehr den Kanal zu abonnieren, Bernecker1977. Ich habe mich gar nicht vorgestellt, Andreas Bernstein heiße ich ja richtig. Also Bernecker1977 darf mich auch der ein oder andere nennen, das Pseudonym, was mich seit 21 Jahren begleitet. Und dort begleite ich auch den Markus Klebe hier, der Opening Bell im Chat. Morgendlich gibt es dann den DAX-Ausblick hier vor meinem Bücherregal. Das Bild habe ich jetzt mal erspart, da es um die Charts gehen soll. Und die update ich jetzt auch noch einmal. Also im Nasdaq die obere Trendkanallinie genau gehalten. Also da gab es nicht nochmal so einen parabolischen Anstieg, der darüber hinwegging. Die untere Trendkanallinie wäre jetzt mein Ziel, dass wir das anlaufen. Und im Dow Jones, da hat das Allzeithoch gehalten. Der Thorsten hatte, glaube ich, geschrieben, geh doch raus, Andreas, das bringt nichts mehr, aber ich bin eisern geblieben. Das hat nichts mit Sturheit zu tun, sondern mit der Umsetzung eines Setups. Und das Setup sagte mir eben, dass erst das nächste Kaufsignal und damit das Umkehrsignal für meine Position ab einem neuen Rekordhoch Einzug hält. Und jetzt bin ich auch in der Lage, den Stop nachzuziehen. Und den ziehe ich recht eng an den Einstiegskurs nach, weil wenn wir jetzt tiefer fallen, ja, wird aus dem Trade vielleicht auch noch ein Plus-Trade wie vorhin. Und damit wäre ich für den Abend eigentlich sehr zufrieden. Du auch? In der Tat, muss ich sagen, also ich sage mal, schöne Einschätzung, du hast es auch durchgehalten und wie gesagt, der Stop war platziert, Risiko kalkuliert, was soll passieren? Der Goldpreis ist ein bisschen über meine Widerstandszone ausgebrochen, wird wirklich spannend, wie das sich jetzt macht. Da kam ja vorhin auch im Chat eine Frage zu Gold und Silber. Wenn du da Bock drauf hast, ich weiß gar nicht mehr, welcher Timer es war, da müsst ihr jetzt zu weit hochscrollen, warte mal, was? Jürgen war es nicht. Stefan war es. Stefan W. Schau gern morgen oder generell beim Devisenradar auf unserem YouTube-Channel vorbei. Ich denke, ich werde morgen Silber oder Gold covern. Klar, es muss nach den Notenbankbewegungen. Gold generell, um es kurz zu machen, Potenzial in Richtung 1775, 1785 durchaus gegeben. Profitiert natürlich von den Umständen, aber bleibt selbst bei so einer Erholung, und da reden wir jetzt gut über $40 je Unze, immer noch im übergeordneten Abwärtstrend. Bleibt mal zu sehen. Gold jetzt, wie gesagt, in einem kleinen Rücklaufmodus. Vielleicht gibt es da nochmal so eine Pullback-Situation im Bereich von eben rund 1740. Schönes Level hast du auch genau da markiert. Das ist so eine Widerstandszone, richtig, wenn man da rausgeht. Dann denke ich, ist das eine nächste kurzfristige Zielmarke. Solange der Goldpreis deine grüne Zone da nicht unterschreitet, das heißt hier die Power Candle, wenn man es mal so sagen will, aus dem H4 heraus jetzt,
Da ist ja Momentum reingekommen, da ist Geld reingegangen, es wurde ein neues Reaktionshoch gemacht. Das sollte jetzt nicht umgekehrt werden. Also ein Eintauchen, reden wir dann auch unter Candlesticks-Sprache, wahrscheinlich unter so einem bearish Engulfing, wäre jetzt das denkbar ungünstigste, muss aber, glaube ich, auch nicht passieren, weil die Weichen oder die Haltung in Sachen lockerer Geldpolitik ist ja weitergegeben und das sollte den Goldpreis eigentlich mal wieder ein bisschen pushen. Der ist in erster Linie auch wegen den gestiegenen Anleiherenditen eben so unter Druck geraten. Ob das jetzt ein Dauerzustand bleiben wird, puh, das werden wir mal sehen. Ich glaube nicht dran. Ich denke, das edle Metall wird ein goldenes Jahrzehnt vor sich haben. Sage ich nicht nur, weil ich selber physisch in Gold investiert bin, sondern weil ich glaube, dass der Goldpreis auch im Big Picture eine große Bodenbildung beendet hat in den letzten Jahren und eigentlich zyklisch viel dafür spricht, dass wir jetzt nach oben laufen. Und der Dollarpreis umgekehrt nach unten fällt. Diese Prognose wage ich tatsächlich. Dollar langfristig weiter am Mein Abfallen. lieber, mein lieber Chris, Ja. ich hole den Dollar gleich nochmal rein, den Euro-Dollar, aber vielleicht, ich korrigiere dich ungern, du bist ja auch sehr markterfahren, aber das ist für mich keine Power-Candle, das ist eine Paul-Candle heute. Eine Paul-Kende. Du bist ja wirklich, also dich müsste man ja eigentlich viel mehr gleich ins TV holen und neben Gottschalk setzen, sodass du da einfach mal ein bisschen das Ganze mit abmoderierst, hier die Paul-Kende. Aber in der Tat gebe ich dir recht, das ist sehr, sehr spannend und ich wollte gar nicht wieder zu viel abweichen in meiner sage ich mal, Prognoseeinschätzung, aber man muss eben auch immer auch das Big Picture ein Stück weit sehen, aber dennoch eben hier an den kurzfristigen Bewegungen, wenn du eben einen guten Zugang hast zum Markt, einen engen Spread, dann kannst du eben auch den Gold- und Silberpreis sauber handeln, weil Bewegungen sind halt immer da. Und wir können uns, so sage ich auch immer wieder gern, den Tisch, an dem wir handeln, an dem wir uns setzen, wo wir unsere Chancen entdecken, können wir uns aussuchen. Ich meine, du hast den DAX als Favorit, schaust aber auch auf den Nasdaq, nimmst auch den Dow Jones gern her, gerade im US-Handel, und suchst dir da natürlich die besten Möglichkeiten raus. Wenn man ein bisschen höher unterwegs ist, kann man da noch viel weiter streuen. Zum Beispiel FTSE 100 ist zum Beispiel ein großer Index. Die Briten jetzt mit ihrem Brexit, mag man sagen, wenn der Index mal ein neues Allzeithoch irgendwann machen sollte, was er übrigens noch nicht hat, vielleicht kommt da mal eine große Rallye und der FTSE hängt hier alle ab. Kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht kommt es so. Letztlich einfach flexibel bleiben. Und der Genau. Dow Trade am Ende des Tages hat sich ja jetzt auch sozusagen gut entwickelt. Ich denke, du wirst ihn wahrscheinlich bald auf, wie gerade fast vermutet, auf Break-Even ziehen. Genau, also ich habe zwischendurch noch den Euro-US-Dollar reingehalten, weil du den Dollar erwähnt hast. Da hatten wir ja die grüne Zone, aus der wir ausgebrochen sind, wo ich sagte, das wäre vielleicht nochmal eine Idee, dass wir zurückstoßen. Sind wir nicht ganz rangelaufen, aber das sind immer so Marken im Chart, die wir hier aufbereiten, im Trading, die wir im Research auf JFD.com hier, JFDBank.com hier auch mit sharen und wo wir unsere Setups vorbereiten und genauso diese Aufwärtstrendlinie im Nasdaq. Da hat er kurz davor gebremst. Also es ist tatsächlich so, dass er hier vielleicht nochmal nach oben angreifen möchte und deswegen habe ich hier im Dow das Ganze etwas nachgezogen. Also hier würde ich mit einem Punkt Plus rausgehen, wenn es nicht tiefer läuft im Dow. Vielleicht kommt ja noch ein Schub auf der Unterseite. Also immerhin handeln wir ja noch eine halbe Stunde, knapp eine halbe Stunde. Also vielleicht gucken wir nochmal auf die letzte Candle 20:30 Uhr und dann ja, sind wir eigentlich auch schon sozusagen für den ganz langen Handelstag, an dem wir ja hier über mehrere Das stimmt Formate wohl. zu sehen, zu hören waren, auch gedanklich durch, sage ich mal. Das ist richtig. Den haben wir wirklich an der Hand. Aber es ist natürlich auch am Ende des Tages sehr angenehm, wenn man freie Zeiteinteilung genießen kann, eben auch vom Homeoffice arbeitet. Und da hat es uns natürlich nicht so hart erwischt wie viele typische Einzelhändler, Friseure, Kinobetreiber, Diskotheken und dergleichen. Das ist natürlich ein ganz anderes Level, eine ganz andere Branche. Aber da ist man natürlich hier im Financial Markt, am Trading Markt natürlich mit ganz anderen, ja, Vorteilen gesegnet. Mobile Working ist hier das Stichwort und klarerweise kann man sich das aussuchen. Wir haben uns jetzt wirklich heute einen langen Tag gegönnt, viel Zeit. Heidrun schreibt auch gerade Schluss für heute. Sie ist raus aus dem Gold, rein und raus, hat hier gute $24 Profit mitgenommen. Gratulation, Heidrun. Du bist nicht die Heidrun, die sonst früh immer beim Devisenradar das Pfund handelt, glaube ich. Wir haben jetzt hier mehrere Heidruns am Start. Freut mich aber auf jeden Fall, dass dir der Trade geglückt ist. Gold generell ja hier wahrscheinlich in einem guten Lauf. Oh doch, du bist die gleiche Heidrun. Entschuldigung, ich habe deinen Nachnamen, glaube ich, bei uns noch nie so gesehen. Freut mich aber, dass du da bist und hier auch was mitnehmen konntest. Lieber Andreas, du wirst den Markt weiter verfolgen. Der Trade ist break-even. Vielleicht kannst du noch ein paar Pünktchen einsammeln und sozusagen aufs Pluskonto schieben. Du hast zwei Trades abgeliefert, beide im Profit. Wir hatten schon Tage, da hast du 10 Trades gemacht oder 15, hast dich nicht umbringen lassen, also immer wieder da tight gewesen. Vielleicht hättest du hier und da vielleicht nochmal einen anderen Trade gesetzt, aber wir haben
heute auch ein Stück weit auf die Fundamentals geschaut, haben uns ein bisschen Trump vorgenommen, missmutig für den einen oder anderen. Das ist eben alles das, was man hier am Finanzmarkt zusammenwirft. Und am Ende muss man einfach versuchen, den Überblick zu halten. Und da danke ich dir für deine Zeit, lieber Andreas. Ich will dich nicht übers Gemüt ranziehen. Die Teilnehmer verabschieden sich so langsam, aber sicher auch in den Abend, haben sie sich wahrscheinlich redlich verdient. Und wir, Andreas, sind eh im Kontakt. Wir hören uns eh bald wieder. Und dann sage ich erstmal vielen Dank für deine Zeit heute. Sehr gerne. Hat mir auch wieder Spaß gemacht mit dir. Und wenn sich hier noch was ergibt, ich lasse das Ganze auch noch mal ein paar Minuten hier länger bei Twitch laufen. Also wenn du Lust hast, da noch weiter auf meinen Monitor zu blicken, kannst du das gerne tun. Dem Chris sei der Feierabend gegönnt. Ich hole mir noch was für meinen Hals jetzt. Und der Handel endet ja sowieso in einer halben Stunde an der Wall Street. Also spätestens dann ist die Position raus. Und exemplarisch, wenn wir dieses Tief hier rausnehmen, dann ziehe ich den Stop auf dieses Hoch nach und dann hätten wir noch mal den kleinen Profit. Ansonsten keine Verluste ist auch was, was man sich im Trading auf alle Fälle schon hoch anrechnen kann, denn gelingt eben der Mehrheit leider nicht. Aber wir versuchen mit unseren Inhalten hier bei JFD Bank dahingehend zu wirken, dass es immer mehr Leuten gelingt, profitabel zu werden. So ist es, mein Bester. In dem Sinne, das Wort zum Mittwoch zur Fed-Sitzung. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Bleibt uns treu. Das nächste Mal gibt es bestimmt wieder reichlich Action. Danke für dein Content. Andreas, so langsam haben wir uns die Ruhe verdient. Grüße in den Norden an der Stelle und bis bald in den Bis Äther und an bald. alle. Jo, ciao, ciao. So, ich bin, glaube ich, noch zu hören hier. Ich glaube, der Chris macht jetzt die Webinar-Software aus, aber wir bleiben noch ein paar Minütchen hier bei Twitch und beobachten die Position. Hat mich auch gefreut, dass hier einige Fragen kamen, dass es auch Interesse gab, das Ganze hier mitzuverfolgen auf dem Kanal. Ansonsten bin ich ja eher derjenige, der frühs reinschaut. Der Nasdaq kämpft so ein bisschen mit diesem mit dieser Aufwärtstrendlinie, die ich skizziert hatte im kurzfristigen Chartbild, und der Dow Jones probt es noch einmal hier nach oben einen Anlauf zu wagen zu den Rekordhochs, die 33.000, wo wir aktuell dran sind. Das scheint so ein bisschen ein Widerstandslevel jetzt zu sein. Das war ja hier eine kleine Unterstützung hier auch bei der Konsolidierung, weil es eben eine runde Marke ist und so runde Marken tun sich eben immer schwer hier schnell überwunden zu werden. Da blickt der Markt häufig zurück. Da kommt er nochmal in Schwallungen, wie man so schön sagt. Und deswegen ist das Ganze hier spannend von meiner Seite. Ja, wenn ich ausgestoppt werde aus dem Dow Jones, dann war es auch das für meine Trading-Session hier heute. Und beim Nasdaq wäre, ob hier ein Buy nochmal drin wäre, die letzte halbe Stunde. Ich finde die letzten Kerzen, danke für deine Frage, Smart Jemus. Ich finde, die Dynamik der letzten Kerzen hat so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Also wir hatten hier lauter Kerzen in Folge, die ziemlich dynamisch waren, dann eine Konsolidierung, wieder dynamische Kerzen in eine Richtung und jetzt hatten wir vier nach unten, eins nach oben. Ja, also mir fehlt hier das Momentum. Ich bin im Dow jetzt auch punktgenau ausgestoppt worden. Also ich glaube, ein Punkt Profit hatte ich bei der Sache vorhin, waren es ein paar mehr. Bin zufrieden mit dem Abend. Man darf auch zufrieden sein, wenn man bei so einer hohen Volatilität nicht unter die Räder kommt, wie es so schön heißt. Und genau das wollte ich hier darlegen. Dann wäre für mich eher beim Nasdaq nochmal eine Short-Position denkenswert, wenn der Drive eben nicht reinkommt. Also wenn wir jetzt hier unter die 13.238 rutschen, dann würde ich hier nochmal klicken und würde den Nasdaq eher short nehmen, weil dann bricht auch diese Aufwärtstrendlinie. Im Dow würde ich hier abwarten, bis wir zum Rekordhoch rangelaufen sind. Also da sind es ja auch nur nochmal 25 Punkte. Da ist gar nicht so viel los. Der Nasdaq scheint aber jetzt ein bisschen schwächer als der Dow, wenn man sich die beiden im direkten Vergleich anschaut. Der Kraxnex, hallo Kraxnex, dich habe ich vorhin schon mal gesehen. Genau. Deine Frage, wie oft ich live am Tag auf Twitch trade. Also frühs gibt es meine Morgenanalyse so kurz nach 8 mit einem Händlerinterview mit der LS Exchange, einem Händler. Also das ist ja von Lang und Schwarz die elektronische Handelsplattform. Und danach geht es zu Long oder Short mit Markus Klebe über, auch ein JFD-Format, wo ich mit eingreife, wo ich auch die ersten Trades schon platziere, die ich aber nicht immer hier auch bei Twitch reinreiche. Aber
Du hast dann morgen die Chance, kurz vor, morgens Donnerstag, kurz vor 10 Uhr das Live-Trading nochmal komplett mit mir mitzuerleben. Da handle ich den DAX. Also mindestens eine Stunde, eineinhalb bis 2 Stunden handle ich dann den DAX. Und vielleicht auch Freitag nochmal, also in der Regel vormittags hier live auf Twitch, nachmittags nochmal mit einer kurzen Berichterstattung. Und dann zu so Sonderevents wie der FED-Sitzung bin ich dann auch nochmal online hier auf Twitch. Also folge mir gerne. Und hinterlasse auch mal auf den anderen Kanälen von mir einen Daumen, ein Like, was auch immer. Das hatte ich, glaube ich, vorhin sogar schon eingeblendet. Und zwar YouTube hatte ich eingeblendet, wo es dann jeden Morgen auch meine Analyse im Videoformat gibt, den DAX-Ausblick. So schön, genau. Und da siehst du auch die anderen Formate, die ich mit produziere. So muss man es ja nennen. Anders wird da kein Schuh draus. Ja, der Nasdaq so ein bisschen so halbgar. Schleicht er sich an diese Linie nach oben, aber nicht für mich nicht wirklich dynamisch. Also ich versuche, wenn wir hier, wie gesagt, unter die Aufwärtstrendlinie fallen sollten, nochmal eine Short-Position einzugehen. Und im Dow Jones warte ich darauf, dass wir an das Rekordhoch heranlaufen. Und dort wäre ich auch nochmal geneigt, eine Short-Position einzugehen, wenn es keinen dynamischen Durchbruch gibt. Also das sind immer diese Wenns, und Trading ist ja insgesamt immer ein was wäre, wenn, was passiert dann, ist eigentlich das Webinar hier noch online. Nein, ich glaube, das Webinar von JFD ist schon beendet. Die Teilnehmer, die noch Lust darauf hatten,